Heute bei Moin Moin was ganz Fantastisches. Wir feiern 20 Jahre Giga und auch 19 Jahre Giga Games oder so, 19,5, wir wissen es noch nicht genau. 18, The Future is you. Und da noch viel mehr. Hey, ich dachte, außerdem gucken wir noch die neue Seite uns an, die mich verblüffend an Giga erinnert damals. Ja. Was haben wir noch? Ich dachte, das ist Kino Plus, Leute. Scheiße, hol mal den Laptop raus, mach die Kippen an. Nein, du bleibst hier. Ede kommt auch noch, denn Ede war der Wichtigste von Giga. Allerwichtigste. Gleich, jetzt kommt mal das Intro, haben wir das alte Giga-Intro? Dum-dum. Hast du es jemandem gegeben? Nein, leider nicht. Vielleicht sind sie ganz schnell jetzt. Willkommen zu Moin Moin. Future. It's you. 2002. Ah, 2004 war ja schon nicht mehr dasselbe, oder? Nee, da kam dann, da kam jeder rein dann. Ja, 2004 wurden die Türen geöffnet und gesagt, Nebelwand. Und dann aus dieser Nebelwand, weißt du noch. Wir sind hier, ihr seid Patrick da. Patrick Papst war das, oder? Nein, heute Abend treffen sich viele, heute ist wirklich 20-jähriges Jubiläum und das ist so das nächste eigentlich, was an so einer Klassenreunion irgendwie rankommt. Abi-Truppe ist ich habe Lust zwar die Leute zu sehen, aber da würde ich würde ich niemals hinfahren. Aber heute Abend treffen sich auch nicht viele Leute, fahre ich auch nicht. Ja. Okay. Ja. Gut, das war eigentlich mein Beitrag. Ja. Das ist schön zu sehen, wie unterschiedlich du Sachen wichtest. Ja. Zu Sachen, zu denen du nicht hinfährst und zu Sachen, zu denen du leider nicht hinfährst. Ja, das stimmt. Ja, wir können ja für alle Leute, die das gar nicht so wirklich checken, was heute Phase ist. Heute ist tatsächlich 20-jähriger Geburtstag und in Düsseldorf in unseren alten Studioanlagen in Kaistraße im Medienhaben. Nicht ganz. Die haben angefragt, ob sie rein dürfen. Ach so, dürfen wir nicht rein? Dürfen nicht rein. Also sie treffen sich davor und dann ziehen sie weiter. Okay, oder treffen sich die ganzen alten Giga-Leute und wir würden auch gerne hingefahren sein. wir sind einfach Workaholics, wir haben zu viel zu tun. Ja, es geht wirklich, wir müssten jetzt ja los und wir haben heute tatsächlich noch einige Sachen zu tun. Ja, es ist, wir drehen heute noch und so. Wir werden sehen. Ja, ich musste mich entscheiden, 20 Jahre Giga oder Everything Fights. Ich auch. Wie, du bist auch bei Everything Fights? Nein, das stimmt. Deine Nemesis ist zurück. Der Blick war gerade, oh fuck, ey. Was will der Typ denn jetzt auch noch in dieser Sendung? Ja, ich bin aber auch dabei, glaube ich. Nee, bist du nicht. Nee? Gut. Aber deswegen können wir nicht. Es ist natürlich ein weiter Weg. Ich muss sagen, für mich ist der Weg auch ein Grund, warum ich es nicht schaffe und dann doch lieber Zeit hier investiere. Aber, Wir können ja mal kurz zusammenfassen, weil von der Chronologie her, wir haben es sehr häufig erzählt und die Kurzfassung ist, du warst als Erster da, nämlich zum Start von Giga Games. Das ist jetzt 18 Jahre Eigentlich her. Müssten wir ja heute 18 Jahre Giga Games feiern. Wir hängen uns dran, weil es ein schöneres Jubiläum ist, aber für uns alle ist ja eigentlich der Giga Games Geburtstag der entscheidende. Das muss man sagen. Es kam ja direkt zwei Jahre nach dem Ur-Giga-Format, Giga Green, wie es dann irgendwann hieß. NBC Giga hieß es ganz am Anfang. Und dann kam zwei Jahre später zum Giga-Geburtstag wurde Giga Games, also 30. November 2000, wo ich zum ersten Mal offiziell vor die Kamera gegangen bin. Das ist der Bumper. Games. Mann, diese Mucke, das hat einen richtig aufgestachelt immer. Wenn mir damals einer gesagt hätte, in 18 Jahren sitzt du vor der Kamera und spielst heute Wonderboy auf der Nintendo-Konsole, hätte ich gesagt, sorry, Leute. Ich hab's ganz nach oben geschafft. Das hier ist nur der Anfang. Das ist die Rampe. Ich will spielen. In zwei Wochen bin ich wieder weg aus dem Bums hier. Aber so ist das ja. Die Leute fliegen, ohne es zu merken. Ja, aber unsere Rampe ist, es ist immer noch eine Rampe. Sie ist nur extrem lang in die Länge gezogen. Sehr viel Anlauf. Also es ist schon steil. 0,23%. Das ist wie so ein Motorradfahrer, der über eine Schlucht springen will. Und der muss aber 20 Jahre lang erstmal über die Rampe fahren. Und die Zuschauer stehen dann 20 Jahre.
Ahnung. Am Ende ist einfach nur so ein kleines Kinder werden eingeschult, Motorrad fährt weiter geradeaus. Ja, das muss die Kinder ja alle mitnehmen. Das Motorrad wird immer schwerer und langsamer. Ja. Das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir durchmachen. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Wollen wir nicht dann einfach in 2 Jahren wieder ein Revival machen? Wollen wir dann einfach Moin jetzt nicht machen? Wir machen jetzt eins, aber in 2 Jahren dann nochmal. So machen wir. Von der Giga Games Crew ist, glaube ich, nur Patrick Papst heute nach Düsseldorf gereist. Ja, aber Pepper, wer ist denn? Ne? Wollen wir Pepper, mal alle aufzählen? Ja. Wollen wir mal alle aufzählen? Vielleicht denen nochmal Hallo sagen oder so? Dieses Ding? Nee? Es sind zu viele. Es waren es bei uns nicht, finde ich. Meinst du jetzt bei Giga Games? Ja, Patrick Papst, Marc Merlin, wen haben wir? Adel. Hannes natürlich. Hannes natürlich. Adel, genau. Felix. Wir haben da Roman, der ganz am Anfang da war, den ich dann ersetzt habe. Jörg Ernst, Michael Neuder. Was für all diese Leute, ne? Ja, und dann hinten in der Redaktion natürlich Wolf, Georg, ja. Carsten, Pepper, Wonsock, Kasi. Wonsock. Paolo ist wieder verschwunden, Wonsock, dabei ist keiner mehr, was der heute macht. Ja, das war dann schon, das war schon später. Wir können nicht alle, wir können nicht jede Generation, das ist wie wenn du von, weiß ich nicht, aber es ist ja klar, manche kamen halt später und haben anderen. Mir fällt es oft auf, wenn ich, weil ich war ja, glaube ich, so gemessen an der Zeit der längste Giga-Mitarbeiter mit 9 Jahren. Und ich treffe immer wieder dann Leute aus unterschiedlichen Generationen und sag so, ey, weißt du noch damals mit Rüdiger Teutsch oder so? Ja? Ja? Oder weißt du noch hier Pepper? Ja. Und manche kennen die dann vielleicht noch aus Erzählungen, so haben die aber gar nicht mehr selbst mitgenommen, weil man so durcheinander kommt mit den verschiedenen Timelines, weil viele Leute sind ja auch nur 2 oder 3 Jahre geblieben. Aber was ja trotzdem sehr prägende Jahre gewesen sein. Das ist, man trifft echt immer noch super viele Leute, ob es dann Kollegen waren oder anders. Also diese Zeit, die wir da gearbeitet haben, hat schon echt deutlich geprägt. Klar, und deine Zeit, du hast 2003 oder 2004 angefangen. Alter, 2001. Ich war nach einem Monat Sendestart. Halbes Jahr. Ab 2000. Nach Giga Games, ein Monat, dann ging Roman. Ich habe dich via E-Mail noch übers Maniac-Forum angehauen. Nee, das war ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich. Ein paar Monate. Also der Anfang war wirklich ganz kurz, weil Roman war ja sehr schnell weg. Der war ja nur 1-2 Monate da, oder? Oder 3 manchmal. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel, aber es war auf jeden Fall auch 2000 sozusagen. Irgendwie. Es war auf jeden Fall sehr früh. Nee, zunächst sind 2002 dazugekommen, offiziell. Das ist 4 oder? Aber lass uns die Geschichte neu schreiben. Wir waren 2000 da. Noch vor allem. Noch vor allem. Ach, was weiß ich, wie die Zeitschiene ist. Was ich sagen wollte, man trifft echt immer noch viele, viele Leute aus der Zeit und eigentlich alle sagen, das war schon ein geiler Ritt. Das war auch eine gute Schule, weil wir haben echt angefangen ohne Facebook, ohne Social Media Shit. Wir haben echt hunderte E-Mails bekommen pro Sendung abends live. Niemand wusste, wie viele Leute zuschauen. Das hieß immer, ja, schon viele Leute. Oder hast du mal Zahlen gesehen? Ich habe im Laufe meiner habe ich so viele unterschiedliche Zahlen gehört, dass ich einfach bis heute. Ich habe aber das Gefühl, weil einen so viele Leute gerade auf diese Giga Games Zeit, als es noch auf NBC Giga lief, also es war ja wirklich im Kabelfernsehen. Und ich glaube einfach, dass da so eine Dunkelziffer ist, die irgendwie nie so richtig erhoben wurde, weil das natürlich ein Spartensender war, der vielleicht auch nicht offiziell, die waren ja nicht irgendwie in der GfK-Quotenmessung oder so. Das über die Online und andere Betriebe. Und haben es irgendwie versucht so zu, aber wenn ich sehe, wie viele Leute irgendwie einen auf die Giga-Games-Zeit ansprechen von damals, und ich kann es ein Stück weit verstehen, weil heutzutage wäre es eher ein Phänomen, weil es gibt so viele Alternativen. Aber 2000 zurückgerechnet, da gab es weder YouTube, wie du es gerade gesagt hast, keine Social Media, es gab keine Let's Player, es gab nichts. Das heißt, wenn du Videospiele sehen wolltest oder dich für Videospiele interessiert hast, dann bist du zwangsläufig über Giga, ob du jetzt die Leute cool fandst oder nicht, aber du hast Videospiele im Fernsehen gesehen, und das alleine hat schon dafür gesorgt, dass man hängen bleibt. Ich kriege oft das Feedback, dass man einfach länger abends wach geblieben ist und heimlich geguckt hat, weil es lief ja auch erst abends. Also es gab On Demand, gab es ja in der Form noch gar nicht. Am Anfang wollten sie es um 20 Uhr senden. Ja. Ich glaube, die ersten paar Wochen haben sie 20 Uhr gesendet und wollten auch nur 4-Minuten-Takes, bis wir dann bei Giga Games rebelliert haben und gesagt haben, ey Leute, also erstens mal 4-Minuten-Takes bei Ladezeiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Da sag ich, hallo, start mal das Spiel, tschüss, ich bin raus. Und wir hatten trotzdem solche Takes. Und wir hatten solche Takes. Also weil wirklich, wo es einfach lächerlich war, man dann nur noch dumm da saß. Und dann haben wir gesagt, 20 Uhr ist alleine wegen der FSK-Freigabe war das einfach komplett gefasst. Das war damals ein echtes Problem. Ja. Also richtig, ist noch mehr als wohl. Heute ist genauso, aber damals hat man noch mehr drauf geachtet. Aber es sollte ursprünglich 15 bis 20 Uhr Giga Green und dann direkt 20 bis 22 Uhr. Lief, glaube ich, sogar ein paar Wochen von 20 bis 22 Uhr. Ja, okay. Also ich kenne auch nur die 22 bis 24 Uhr Zeit. Ja. Arbeitstag hat gestartet um 15 Uhr, meistens für die meisten 15:30 Uhr. Regie kann gerne mal Nils Rechner abgreifen, weil du bist hier gerade auf irgendeiner Wayback-Machine. Ich weiß nicht genau, wie du diese Zeitreise gerade gemacht hast. Tja, ich kenne mein Internet. Diese Striche und so, wie das damals noch war. Damals waren Webseiten, das war cool. Emily bei Stars
Erik, den kenne ich gar nicht mehr, hat Netbeat gemacht. Tom kennt man noch, Westerholt, ne? Ja. Sports und Fun, Georg, natürlich, den gibt's immer noch. Mirko kennt ihr auch nicht mehr, Help. Und Veronika, sorry für deine Webtipps, habe ich auch nicht mitbekommen. Das ist aus dem Jahre 1999, glaube ich. Mhm. Kannst du auf die 2000 diese hier? Ja. Aber nee, es gibt noch eine andere, die hat mir Albträume. Es gibt ungefähr 80 Varianten. Ja, ist gut. Ja. Aber mein Start ist Giga, die ist aus dem Jahr 2004, April 2004, da waren Buddy und ich dann schon da. Hier ist die Giga-Liga, das ist frisch gegründet, der E-Sports-Bereich. Erinnert ihr euch nicht, dass es immer, wenn es statt einer Gehaltserhöhung gab, es immer ein Giga-Web-Update? Du hast immer gedacht, da gab es die große Versammlung. Und dann dachte ich, jetzt kommt die große Ankündigung, irgendwie, Leute, wir haben irgendein Ziel erreicht, jetzt gibt's Fettkohle oder irgendwie, ihr kriegt neue Rechner oder alles wird geil, neue Technik und so. Und dann wurde eine neue Website präsentiert. Wie bei uns? Wie bei uns, oder? Also, exakt wie bei uns. Ah, ja, ist so eine perfekte Überleitung eigentlich. Counter, guck mal, vor allem hier, Counter-Strike, Condition Zero. Ja, geil. Das ist der gleiche Scheiß, den wir immer noch machen. Meine erste Erfahrung, ich habe als Prakti angefangen, wollte ursprünglich, ich habe Games überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das gab es zwar schon, aber ich wollte hin wegen Jochen Dominikus und Christopher Ried, weil die Politik gemacht haben. Das war eigentlich meine Intention. Ich wollte dort in die Redaktion, weil ich Jugendpolitik machen wollte. Und dann haben sie mich aber von Rechner gesetzt und gesagt, okay, pass auf, hier ist eine Internetseite, da sind sehr viele Zahlen drauf und hier ist eine Excel-Tabelle. Bitte füge alle Zahlen von der Internetseite in diese Excel-Tabelle. Wollten sie dir damit was sagen? Nee, pass auf. Und der Praktikant, der das vorher gemacht hat, hat halt nach einem Monat gekündigt sozusagen. Der ist halt rausgegangen, weil... Ich aber auch gut verstehen. Ich auch, aber das waren die Page-Impressions. Also das heißt, dass das Wichtigste einer Webseite haben sie damals eigentlich nur im Prakti gegeben, nämlich die Zahlenwerte, wie viele Leute welchen Klick gedrückt haben. Also ultra viel. Das erklärt, wie die Zahlen zusammengehören. Du hast einfach immer noch mal eine Null dran gehängt. Ja, das hoffe ich doch. Ey, ich hab das sehr gewissenhaft gemacht. Ich hätte es machen können. Ich habe mich auch gefragt irgendwann, weil das waren halt die Page-Impressions und die waren die Grundwährung, um halt Kohle irgendwie zu, also die Refinanzierung hinzusetzen. Die haben halt ein Prakti dran gesetzt. Mich in dem Zeitpunkt. Du bist mir das erste Mal aufgefallen, weil du in so einem Video, was der Daniel van Moll geschnitten hat, so ein Karate-Video oder irgendwas, wo du so irgendwelche Matzen Kisten eingeräumt. Ja, Matzen eingeräumt. Und das ist dann irgendwie bei uns in der Giga Games Redaktion und es war so, damals war das schon was Besonderes, dass mal irgendjemand was gemacht hat, was eine Matz, außerhalb eine Matz gemacht hat, mit Effekten und so weiter. Und dann haben wir nur gedacht, ey, der Typ sieht aus wie Bruce Lee und guck mal, der kann auch Kung Fu. Und das war das erste Mal so, dass das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dich überhaupt wahrgenommen habe. Ich wünschte, wir hätten das noch, weil es war wirklich so. Das gibt's, glaube ich, auf YouTube, glaube ich, noch. Ich habe das auch irgendwo. Ich weiß nicht, dass du halt mit so Karate-Schreien und so die Matzen einsortiert hast. Und das man war ja dankbar für alles, was man in seinem 4 Minuten, 8 Minuten zeigen konnte. Jedes Internetvideo, alles, was irgendwie neu war oder unique, sofort zeigen, damit irgendwie der Content. Bist du nicht der? Ich behaupte bis heute noch, es ist immer schwer, sowas zu beweisen, aber wir sagen es einfach. Ich glaube, du hast damals dieses eine Ding, 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 Ding. Everybody. Dieses Video. Bing, ja, bing, bing. Das war Pepper, nein. Du meinst, aber wie heißt die Band? Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist das Lied? Oder? Ja, dieses Everybody. Lied. Mit diesem lustigen, animierten Video, was so diese kleinen Pixelfigürchen hatte. Und wie gesagt, das war vor Social Networks, das heißt, es ist schwer zu beweisen, wie etwas viral ging. Aber wir waren schon ein Haufen Nerds im Internet und wir haben, ich glaube, viele Sachen zum ersten Mal halt dann einer größeren Masse an Leuten gezeigt, logischerweise, weil wenn wir ein Internetvideo gezeigt haben im Fernsehen, hat es einfach mehr Leute erreicht. Es gab kein Twitter und kein Facebook. Das heißt, ich glaube schon, dass Giga so eine gewisse virale Anschubskraft hatte. Und das Ding lief bei uns keine Ahnung, Wochen bevor es irgendwann in den Charts oder so kam und wir irgendwann gesagt haben, naja, und dann gab es noch so, es gab Schnappi, noch mehr. So. Felix, Alter, Schnappi, das Krokodil. Das stimmt, aber Felix hat immer gesagt, er hat Schnappi groß gemacht. Der hat das aber auch wirklich penetriert. Ja. Ne? Also er hat jede Live-Strecke hat es immer wieder angemacht, immer und immer und immer wieder. Alter, war das Schnappi, anstrengend. Das kleine Krokodil. Ich übrigens, das war damals sehr groß. Wir können Leute ja die Chance mal nutzen. Ich habe noch mal ein bisschen mal auf der Zeitreise, auf der Zeitachse hier ein bisschen weiter. Das ist jetzt April 2004 immer noch, aber jetzt mal die Giga Games Seite. Genau. Und hier oben, guck mal, das ist der Michael, Simon, Michael. Felix, da bin ich. Oh, wie seriös, ne? Ja. Ade. Ade. Patrick. Patrick. Alter, die Frisur auch noch. Und das sind die Themen.
Und wir haben ja mal einen Artikel geschrieben, ne? Guck mal, Checkmate, wir haben ja immer nur, also ich noch nur Mods gemacht. Ich weiß noch, wie das Riddick war, als ich das gespielt habe. Ja? Ich weiß noch den Take, weil das war nämlich mega geil damals. Alle waren überrascht, dass ein Filmspiel gut so ist, gut ist. Mhm. Entschuldigung, immer erzähl weiter. Nee, ich wollte nur sagen, so sah die Seite damals aus. Und wir haben halt zu allen Themen immer einen Artikel geschrieben. Mhm. Ja, gab es immer eine Redaktionskonferenz morgens am großen Tisch im Container, wo dann auch die Ravioli-Dosen warm gemacht wurden, weil wir hatten ja nichts. Mhm. Und auf Bunsenbrennern. Und dann haben wir überlegt, okay, was sind die Themen? Und dann wurde recherchiert, wurde vorbereitet, meistens halt gespielt. Wenn bei euch im Bereich Konsolenbereich war das einfachste, Spiel rein, nichts installieren, nix. Ihr habt euch immer beneidet darum. Artikel schreiben und dann die Takes machen. Im PC-Bereich war es ein bisschen kniffliger, aber am schlimmsten war es im Max-Bereich, wo ich war. Weil, du warst da ja auch sogar im Held-Bereich. Ja, das war wirklich. Aber mir verdankst du den Max-Bereich, dass das Ding überhaupt irgendwas konnte, ja, außer Patches. Soll ich mal sagen, wie ich damals überhaupt im Max-Bereich gelandet bin? ich hatte. ich kannte die Sendung gar nicht so gut. Ich habe das mal gesehen und weil ich nachts wach war, obwohl ich war nachts wach und habe irgendwie die Sendung gesehen und ich nehme an, du warst es, glaube ich, hast irgendwie so, ja, bewerbt euch so und ich habe gesehen, okay, die hängen da rum und zocken. Geil ist das denn? Dann habe ich mich irgendwie auf Kack beworben, irgendwie eine Mail geschrieben. Völlig unseriös, nicht mal wirklich ein Lebenslauf oder so. Und dann haben die irgendwann angerufen und mich eingeladen zum Casting. Dann bin ich zu dem Casting gefahren und mega aufregend. Aber die Geschichte dauerte zu lang. Und dann haben die mich dann nach dem Casting nochmal angerufen, ey, komm mal für ein Vorstellungsgespräch vorbei. Und dann hatte ich das Vorstellungsgespräch bei dem Chef damals. Und Achso, den Namen sagen wir nicht, oder? Ich habe ihn jetzt weggelassen. Okay. Aber, und dann hat er mich gefragt am Ende des Gesprächs, ja, wollen Sie PC-Bereich oder Max-Bereich? Und weil ich nicht den Unterschied kannte, was? Habe ich gesagt, ist mir egal. Das war der größte Fehler deines Lebens. Ja, ja, aber vielleicht war es auch gut. Ja, pass auf. Und ich habe gesagt, warum? Ist mir egal, weil ich in dem Moment nicht gecheckt habe, was ist der Unterschied. Und ich wollte mich nicht outen als jemand, der den Unterschied nicht kennt. Ich habe gedacht, okay, den auf den Bauch bringen und sage, ich weiß überhaupt nicht, was der Unterschied ist. Dann denkt er, okay, der Typ hat sich überhaupt nicht vorbereitet. Er kennt die Sendung nicht. Oh Mann. Den nehmen wir doch nicht. Oh, und dann bin ich im Max-Bereich gelandet und ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Ich musste mir das erstmal alles erarbeiten, weil das ist sehr technisch gewesen. Und das Patches, ist, Updates, Mods. Mods waren neu, die wollten keine Mods, als ich da anfing. Nee, Mods sind Geld. Dass du mir noch verboten, Mods zu machen. Jedes Mal, wenn ich einen Mod gemacht habe, meinen die hat er gemodzt, ja, oder was? Die hatten, das weiß ich noch so genau, Alter. Wir hatten so viele Streits deswegen. Ja. Es ist unfassbar, dass du das nicht weißt. Ja. Unfassbar. Da fühle ich mich fast beleidigt, dass du das nicht weißt. Weil immer, bei jeder scheiß Mod, ja, aber das ist ja ein PC-Spiel. Ihr habt uns nicht mal das gegönnt. Wir durften nur die Patches machen. Das war vor meiner Zeit. Und die durften wir nicht spielen. Da durften wir nur sagen, ja, hier hast du einen neuen Charakter. Das war unfassbar. Ja, aber es ging darum, eventuell sich in die anderen reinversetzen, überlegen, dass die keine PC-Spiele haben und vielleicht dann irgendwas spielen müssen. Alles. Nur eine Überlegung. Das ist 18 Jahre her, fangt den Streit nicht wieder an. Nee, es war doch mit in seiner Geschichte, Mann. Alle Spiele der Welt und nicht mal eines habt ihr mir gegeben. Nicht alle Spiele der Welt. Wir rufen jetzt Patrick an und fragen ihn, der kann es bezeugen. Der Beweis, dein Partner im Max-Bereich. Genau. Wir rufen Hannes an. Ja, wir rufen Jörg an. Nee, das machen wir zu Ende jetzt. Jetzt ist ja im Prinzip jetzt fast schon zu Ende. Damals, ich hatte halt Patrick. Hatte halt zum Glück den Plan und der hat mir das alles beigebracht mit den Mods und so weiter. Aber es war zuerst halt schon recht kompliziert. So, ich habe, da war, glaube ich, so 70% Konsolengamer zu der Zeit und 30% PC. Aber also diese, weil man musste oft, weil die Mods dann noch nicht, also wir haben sie dann gespielt, wenn sie rauskamen in einem Alpha-Stadium, weil wenn sie 10 Jahre alt waren, brauchst du keine Mods mehr machen, sondern wir haben die neuen Sachen gemacht. Ja. Da musst du teilweise in die Registry rein und da Scheiße ändern und so. Und das muss man erstmal manuell hin und her kopieren. Die hatten manchmal keinen Extractor, also die hatten manchmal nicht diese Möglichkeit, einfach nur auszuführen, genau, den Zielort hat. Sondern du musst es wirklich, das muss in den und das muss. Sehr kompliziert, ja. Ey. Und da musste man erstmal als Noob sich da erstmal reinwursteln. Und dann erstmal auch immer zu gucken, wo gibt's diese Mods? Wo findet man das? Dann gab's die Infrastruktur war noch nicht so im Internet. Es gab ein paar Seiten zu Blues News und so. Alles auf Blues Englisch. News, die hat man dann abgeklappert. Blues News kennt kein Schwein mehr. Was gab's denn noch? Gibt's immer noch. Ja, aber also es ist einfach, gehört halt nicht zu den größten Seiten, glaube ich, es ist eher so ein Insider-Ding. Aber die waren damals richtig groß. Das war eine der Seiten, ganz viele Seiten von damals, die haben irgendwie halt den nächsten Level nicht erreicht. Ja. Und da hat man immer versucht, sich irgendwelche. Viele sind mittlerweile halt wurden dann im Laufe der Zeit aufgekauft von größeren Seiten und dann da drin aufgegangen und so. Ja, ihr wart aber schon im Maniac-Forum, da gab es auch total regen Austausch. Ohne Maniac-Forum, die Mod-Database ich natürlich bei Giga gelandet. Ja, ach, das war schon echt ganz geil. Ah, hier. Sogar das Logo immer noch dasselbe. Das ist Blues News. Das ist wirklich, und das ist ja
Haben wir wirklich jeden Tag drauf geguckt, wir alle, und haben uns da die im Themen besten Fall haben die manchmal Sachen von uns da gepostet, da hat man sich den Arsch abgefreut, voll, ne? Weil dann wusste man, es hat theoretisch eine Chance, international bekannt zu werden. Weil das war manchmal auch. Ja klar, wir hatten ja damals, hatten wir Gäste, Sid Meier, Peter Molyneux, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mit Premieren. Die sind nach Deutschland gekommen und haben dort dann Weltpremieren von ihren Spielen präsentiert, weil es weltweit nichts Vergleichbares gab, und außer CDs bei Magazinen oder so. Ne? Oh Mann, das war auch, und dann die Comic-Kultur damals noch, irgendwelche Amis, die halt keine Ahnung haben, was wir sind und die ganze Zeit nur, oh, die labern zu viel und bla. Mhm. Und das war schon auch, war sehr interessant, international beleidigt zu werden. Also, aber man wusste dadurch auch, dass man es geschafft hatte in gewisser Hinsicht. Und handwerklich haben wir ja damals genau das gelernt. Irgendwie, es geht halt an, es gab zwar ein Raster, also jeder hat so 15 Minuten, manchmal auch kürzer. Und dann ist einfach nur von Insel, von Tisch zu Tisch gegangen. Ne? Also Giga eSport kam ja später noch dazu. Wir waren ja so, war das nicht außen vor noch am Anfang. Am Anfang war es ein Tisch, aber später eine eigene Sendung. Aber am Anfang waren wir, also du hast einen Teufelskreis gehabt und wir waren so hinten links im Studio. Da weiß ich noch, wie Patrick irgendwann kam und euer mit einem Messer euer E-Sport-Schild so und super, es flatterte so schön einfach super, runter. Das war so ein guter Move von ihm. Ja. Und später haben wir dann... Weil ihr ihn immer gemobbt habt. Ja. Deswegen. Ja, wir nicht, ne? Aber ey, es gibt ein legendäres Video, das können wir später vielleicht kurz nach der Werbung irgendwie mal zeigen. So viele. Wo Patrick Papst das erste Mal seine Mama zuguckt und ey, es ist so hardcore, wie es ist so lustig. Ey, das Lustigste. Die lustigste Erinnerung ist immer noch, wie Papst vorgestellt wurde und er sich gewünscht hat, wie Indiana Jones reinzukommen. Und man muss dazu sagen, Patrick, wirklich, wir alle lieben Patrick, weil er so ein authentischer Vollnerd ist, dem nichts peinlich ist, egal wie peinlich es ist. Und er dann da so aufgeht und er hat sich so vorgestellt, ey, ich komme da rein wie Indiana Jones und dann haben wir da mit dieser Smoke Machine und so und halt alles so ultra low budget und schlecht. Aber er ist da so aufgegangen, ist dann wirklich wie Indiana Jones da rein. Das gibt's, glaube ich, auch alles auf YouTube. Und es war so fremdschämig. Alter. Das ist super. Ja, ganz liebe Grüße. Ich glaube, wir machen kurz mal Verschnaufpause. Ja. Zumindest wurde uns das gesagt. Wir sind gleich wieder da hier mit Erinnerungen. Ich würde gerne die Werbepause um 2 Minuten verschieben. Okay. Und würde jetzt gerne noch was zeigen. Nämlich das, was Giga.de jetzt ist. Rocket Beans TV. Entschuldigung, Giga.de. Und lachen nicht, weil es wahr ist. Ja, und es ist ja, ihr wisst ja, es ist ja Weihnachten. Steht vor der Tür. Ne? Und Weihnachten gibt es ja immer einen Adventskalender. Der beginnt ja meistens am 1.12. Wir haben dieses Jahr einen richtig fetten Adventskalender gebaut und haben viele, viele tolle, tolle Preise klargemacht dafür. Und weil wir so cool sind und außerdem einen technischen Testlauf brauchen, beginnt das schon heute. Heute ist doch der 30. Ne? So, beginnt nämlich schon unser Adventskalender. Und ihr habt jeden Tag die Chance, einen coolen Preis zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf rocketbeats.tv zu gehen und euch im Blog für dieses Gewinnspiel zu registrieren. Wir machen das mal eben zusammen. Das ist rocketbeats.tv und hier ist unser Blog und das ist der dazugehörige Artikel. Da stehen eigentlich alle Infos drin. Mara hat den geschrieben, steht wirklich alles drin, was ihr machen müsst. Heute ist ein Testlauf, da gibt es hier schöne Pullover zu gewinnen. Ab morgen gibt es dann die richtig fetten Preise, wobei so ein Pullover ist auch ganz schön geil. Je nachdem, wer ihn trägt, ist er auch fett. Hier am Gewinnspiel teilnehmen. Und es gibt noch eine Beleidigung mitnehmen. Zwei Möglichkeiten natürlich. Wenn ihr bei uns auf der Webseite schon registriert seid, dann macht ihr das hier über Login und dann hier. Oder ihr könnt natürlich auch ohne Account teilnehmen, dann drückt ihr hier drauf. Und könnt auch so dabei sein. Und dann ist es so, dass wir jeden Tag in unser Primetime, also in unserer 20-Uhr-Show, in der ersten Werbepause oder vor der ersten Werbepause den Adventskalender öffnen. Und dann wird gezeigt, was drin ist. Und natürlich auch, wer gewonnen hat von euch, von allen Leuten, die sich eben an dem jeweiligen Tag im Blog registriert haben. Also jeden Tag könnt ihr quasi neu auf den Blog gehen und euch dort für das jeweilige Gewinnspiel des Tages registrieren. Da steht dann auch schon, welcher Preis das ist. Wir haben ziemlich viele coole Sachen. Es gibt große und kleine, oder sagen wir sehr große und normal große Preise. kleine haben wir natürlich nicht. Wir haben zum Beispiel VR-Headset, wir haben coole GOG-Pakete. Das war echt gut. Ja. Ne? Wir haben Hurricane-Karten, wir haben Collectors-Box, wir haben 100-Euro-Gutschein. Also sind richtig viele coole Preise. Weil wir haben Daniel Budimann, der euch anruft. Seine Handynummer steckt in einem der Fächer, ne? Genau. Bring nicht viel, geht eh nicht ran. Ja, so kennt man das. Genau, und ihr könnt... no reply at buddy.de.
Ihr könnt da jeden Tag teilnehmen, gewinnen. Und eine Sache noch als Dankeschön. Wir haben einen Supporters Club bei uns auf der Webseite. Könnt ihr hier auch übrigens teilnehmen. Wenn ihr Internet ist langsam. Wenn ihr uns unterstützen wollt, haben wir einen eigenen Supporters Club. Und wenn ihr Mitglied seid im Supporters Club, machen wir am 25. nochmal ein zusätzliches Türchen für alle Supporters Club-Mitglieder als Dankeschön für eure Unterstützung. Und da gibt es auch einen fetten Preis. Das sage ich jetzt aber noch nicht, was es ist. Oder sage ich, was es ist? Sage ich vielleicht, ist es eine Oculus Go oder so. Irgendwas in der Richtung. Also irgendwas richtig Geiles. Und ist es eine Oculus Go? Wir werden es sehen. Vielleicht. jetzt erwarte ich irgendwie eine Oculus Go. Dann bin ich enttäuscht, wenn es keine ist. Sowas wie eine Oculus. Aber, also gehe ich mal davon aus, es ist eine, weil sonst würdet ihr es nicht sagen. Am 25. ein Dankeschön-Türchen nochmal für alle Supporters Club-Mitglieder. Wir haben echt eingeprügelt bekommen. Ne? Also handwerklich war das ja Artikel schreiben zu den Themen, abends dann präsentieren, aber jeden Take irgendwie mehr Informationen dazu, geht auf giga.de und schreibt in die Kommentare. So. Also das wird uns ja, das ist wirklich drin gewesen. Und inzwischen ist es nicht mehr so, aber sobald ich einen Rechner angemacht habe und ein Browserfenster aufgemacht habe, erstmal auf giga.de. Ist immer noch in den Fingern drin, giga.de drin. Also es ist so, es ist vollkommen in Muscle Memory übergegangen, weil ich so scheiße oft auf der Internetseite war. Man also wirklich, aber auch als Startseite einfach festlegen. Ja, aber es war mir zu lame. Okay. Ich mach das auch nie, ja. Aber ich wollte auch mal smart ass sein. Ich mach das auch nicht. Es ist doch, ja, Mann, ich muss jetzt, ich muss weg. Okay, du jetzt wirklich, bist du gleich weg? Ich muss leider wirklich dann, weg. Dann weil vielleicht noch mal einen Satz, bevor du jetzt wirklich, wenn wir offensichtlich Werbung haben und du dich gerade, du gerade einen polnischen machen wolltest. Ja. Sag doch noch einmal, was Giga für dich bedeutet. Reflektiert und kurz. Erste Party Giga, das war aber auch Giga Green. Unglaublich, das war eine der besten Partys, auf der ich jemals in meinem Leben war. Irgendwann gab es eine Ansage, und zwar war das eine Rebellion gegen die Firmenleitung. Und alle saßen auf dem Boden, waren rotzevoll, und wir haben im Prinzip die Anarchie ausgerufen. Und das ist für mich Giga gewesen. Das war wirklich super. Das war der Zusammenhalt unter den Leuten, das war arbeitstechnisch war das echt sehr anstrengend. Aber das, was Giga für mich ist, ist ein Lebensgefühl gewesen, und das hat uns alle geprägt, und das versuchen wir auch weiter aufrechtzuerhalten. Es ist nicht immer alles geil, aber wenn genügend Spielsachen da sind, dann kann man das halt auch mitrocken. Und es kam immer was Neues dazu, und dann haben wir das genommen und versucht irgendwie hinzubauen. Das ist für mich Giga. Ja, Happy Birthday, Giga. Das war echt eine geile Zeit, und alle Leute, die da dran teilnehmen konnten, durften, egal ob als Mitarbeiter oder von mir als Zuschauer, das war sehr schön. Also hat mich deutlich geprägt. Und nicht zuletzt auch hier hingebracht, weil. Ja, das gilt für uns alle, glaube ich. Wir wären alle ganz woanders ohne diesen Laden. Gleich reden wir noch mehr darüber, vergleichen vielleicht auch noch hier und da mit unserer Seite, die natürlich völlig anders und viel besser ist. Und wir haben Videos, ich sehe schon. Oh, bitte nicht nochmal Patrick, wie die Torte fallen lässt. Ich habe langsam das Gefühl, der ganze Sender hat einfach nur da. Guckt euch jetzt selbst, das können wir noch machen. Hashtag The Future is You, und was war das andere? Follow Hashtag? The G. Follow the G. Das sind die Hashtags, unter denen ihr jetzt gerne mit anderen Nostalgikern eure besten Videos teilen könnt. Wir werden dann auch mal reingucken. Bis gleich. Mehr Moin Moin heute hier mit uns. Tschüss. Follow back? Nehmen. Das war er, ne? Der Modeltag. Der Modeltag. Jetzt mal ganz schnell alle auf Modeltag bei Giga Games bei YouTube. Und vor allen Dingen so unironisch. Wir haben das also halt, so ein bisschen, naja, es war so ein bisschen, wir haben uns schon geil gefühlt. Ja, exakt, das meine ich. Wir haben uns zwar doof angezogen und so, aber wir haben es halt einfach durchgezogen, zwei Stunden lang. Und es war irgendwie so ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich so ein Hemd ganz weit auftrage. So. Unter dem Deckmantel der Metaebene, ironisch, da konntest du mal ausprobieren. Aber wir hatten das ja, das Schönste daran war der Einlauf. Wir alle hatten nämlich einen Einlauf, wo wir dann zu Musik reinkamen. Und es war alles so, heute ist es noch, wenn ich dran über apropos Einlauf. So cringy. Ey, was machst du da gerade? Nein, ich bin nur im Kopf bei dir. Das cringieste war, das weiß ich noch, das wurde sich ausgedacht, was wir nicht wissen, ist Giga Games. Bevor Giga Games losging, gab es ja so, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, 2-3 Wochen lang haben wir für einen ausgewählten Kreis an Hardcore-Giga-Fans, das waren so 20, 30 Leute, haben wir eine Stream-Sendung gemacht. Die sollten die Sendung gucken und Feedback geben, und wir als Moderatoren sollten halt schon mal gucken, wie sich's anfühlt, wenn wirklich Leute das gucken. Das ist einfach nochmal was anderes, als wenn du es kalt übst und keiner da ist, der es guckt. So, das war also 2 Wochen lang haben wir das jeden Tag gemacht.
und was ja schon sehr professionell ist. Und da ist dann auch, da hieß es dann so, ja, wenn die Mädels damals, die Zwillinge und Cindy, wenn die reinkommen, dann kommen, laufen sie so durch den Teufelskreis und geben allen High Five. Oh Gott, ich erinnere mich. Und es war so, oh Gott, es war so unfassbar. Du dich jetzt schon. Ja, es ist, ja. Ich meine, noch schlimmer geht's nicht. Du hast es im Kopf. Und, es, hey. Und wir haben das halt ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie lange oder Monate, wie lange haben wir es gemacht? Du warst da auch noch, als das gemacht wurde, oder? Ich war vielleicht ein paar Mal dabei, ja. Ich weiß nicht, wie lange es ging. Auf jeden Fall war es wirklich. Und dann sind die Mädels da immer rein und wir haben immer High Five. Aber was ich, man musste sie auch einführen, aber es tat einem auch leid, weil sie waren wirklich ein Fremdkörper, dadurch, ja. dass sie auch nur diese Minispiele durften. Es war knallhart. Oh. Ich weiß noch, wie den Mädels auch mehr oder weniger gesagt wurde, ey, ihr seid hier nicht, weil ihr kompetent seid. Also das wurde so das ganz wurde uns aber auch gesagt. Ja, ja, klar. Aber das war für mich ihr seid oldschool, lustig, ihr seid hübsch. Das war ja für mich auch oldschool Fernsehbusiness, wo wirklich Fernsehchefs, die irgendwie vorher bei Viva und wo auch immer waren, wo du einfach nur gedacht hast, okay, die wissen, wie der Hase läuft. Man und hat denen auch vertraut. Du hast denen auch vertraut und du hast das alles auch so hingenommen, weil irgendwie gesagt wurde, ja, so ist halt Fernsehen. Und ich habe damals Teile davon, jetzt nicht die sexistischen, aber dieses Entertainment-Ding, dass du rausgehst und eine Show machst und High Five und wir machen eine Show und das ist Showbiz. Dieses Ding, das hat mich schon auch nachträglich geprägt und das habe ich auch immer versucht, allen irgendwie wieder mit auf den Weg zu gehen, zu sagen, okay, wenn die Kamera, ich weiß, jetzt kommt wieder Etienne Doppelmoralé, weil das ist nach 18 Jahren nichts mehr übrig von, aber generell die Idee zu sagen, ey, die Kamera geht an, da gucken Leute dir zu und du musst jetzt eine Show abliefern. Ich habe das wirklich sehr ernst damals genommen. Druck habe ich auch gespürt. Und auch als Job und auch es wurde einem so eingetrichtert. Ich weiß noch, wie ich auf dem Ohr hatte bei meinen Probetakes so weiter, wenn ich zu langweilig war, wenn ich irgendwie rumgelabert. Du hattest ständig einen auf dem Ohr, der dir gesagt hat, so und jetzt mach mal ein bisschen Energie und hau mal was raus. Und, weißt du, so du wurdest ständig wurde dir so in den Arsch getreten. Ja, aber so. Wir brauchen wieder jemanden im Ohr offensichtlich. Nein, bitte nicht mehr. Das hat echt mir Panik gemacht. Ich weiß noch, wie auch, wenn man dann später besser wurde, dann hat sich die Regie ja eben auch mal einen Spaß erlaubt und einen getrollt. Ich weiß nicht, wie mich, glaube ich, Stefan Seligmann oder jemand Vergleichbares 3 Minuten lang jede Sekunde runtergezählt hat, wo du halt wahnsinnig wirst, weil du versuchst, einen klaren Satz zu machen und erzählt jemand 3 Minuten lang runter, bis du halt fertig bist mit deinem Take. Mhm. Oder ich weiß nur, wie einmal sie alle weggegangen sind, weil ich bin mal zu spät zu einem Take gekommen und dann haben die mich bei Giga Green getrollt und sind alle weggegangen. Also es war niemand mehr in dem Raum, in dem riesigen Studio, wo 20 Leute eben noch waren, alle weg, Kameramänner weg, niemand gibt mir eine Ansage. Und das war ganz schön, das war unangenehm. Weil plötzlich heißt, hier, das sind deine XX Minuten. Viel Spaß. Vielleicht lassen wir dich 20 Minuten da jetzt. Weißt laufen. Du noch, bei Giga Green haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Oh Gott. Ich habe dich geküsst. Du hast mich geküsst. Ja. Und du meintest noch, hast du Brötchen mitgebracht? Ja. Und ich hatte keine. Das hast du mich geschlagen, aber off-cam. Deshalb habe ich dich nicht zurückgeküsst. Oh, ey, das waren schöne Zeiten. Auf Twitter gibt es ganz viele Videos, die ihr so gepostet habt, eben auch aus der Zeit. Oh, hier 10 Jahre neuere. Das fand ich dann gegen Ende schon ganz geil. So hätte eigentlich Giga von Anfang an auch sein können. Feuer mal Giga was. The Show. Ja. Das war ja, leider wobei, zu spät. Ja, das war leider dann schon die Zeit, wo aber es nicht mehr so nicht mehr geil war. Der Tisch war aber Premium. Der Tisch, das war geil, weil der Tisch war so teuer und links und rechts wurden Leute entlassen, kurz bevor Giga dicht gemacht hat und es war alles so eine unmoralische Scheiße, die zum Schluss da stattgefunden hat. Jetzt mit Abstand kann ich ja drüber reden, aber ohne Scheiß, das war von all den Jahren, muss ich sagen, war das die schwerste Zeit bei Giga, die letzten 1-2 Jahre. Ich weiß noch, als ich schon weg war, gedanklich, und Budi und ich schon, wir schon unseren Deal so halb eingefädelt hatten mit MTV und ich aber noch bei Giga war. Und das war sehr schlimm, weil man war da so in Meetings für Sachen, wo du weißt, Alter, ich bin hier weg in der Woche, was wir in 3 Wochen machen, und du musst aber trotzdem noch so, das war sehr, also klingt jetzt lustig, aber es war sehr schwer für mich, weil ich auch niemand bin, der lügen kann. Und es war so schwer, das nicht ehrlich einfach zu sagen, so, also euch gegenüber war mir ehrlich, aber das ist der Chef und 10-jährige Geburtstag. Das ist unangenehm. 10 Jahre her. Da waren Budi und du zu Gast bei Nils und mir. Ja, das war dann später, genau. Da hatten wir uns dann schon wieder vertragen. Ich weiß noch. Wir haben uns gestritten. Ich war, nein, nicht. Also Giga als Firma. Ach so, ja. Budi und ich. Ja, ja. Es gab eine Zeit, da war Giga auch als Firma sauer auf uns, weil gedacht wurde, wir nehmen jetzt Giga Games die Zuschauer. Naja, als Firma, es waren einzelne Personen. Ich vertrete die CEOs. Ja, einzelne Personen waren das. Ja, das war schön. Das war. Das war 10 Jahre Giga, aber wie er die sagt, das war schon zu der Zeit.
Mann, wir sind so jung, wir sind energetisch, man sieht richtig, der Ede, guck ihn dir an, ey. Ey, das war eine ganz schlimme Zeit in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Man merkt dir das nicht an. Ja, ich weiß, das ist die große Kunst, aber große Kunst, Entschuldigung, dass ich das hier so hochhänge, aber das war keine gute Zeit damals. Ja. Meine Depressionszeit merkt man mir auch nicht an. Ja, das ist ja oft so, also dass, dass man Leuten das nicht anmerkt. Und gerade in unserem Job gehört es ja auch dazu, die sollen es ja auch gar nicht merken. Das ist ja auch Quatsch, es geht ja auch eigentlich nichts an. Es geht ja, du gehst ja da raus, ja, um denen eine gute Laune zu machen und nicht denen mit deinen Problemen vollzuholen. Aber das war eine sehr schwere Zeit für mich. Und da hatte ich auch sowohl privat als auch beruflich viel, viel Trouble, habe mich mit vielen Menschen in meinem Leben überworfen und ganz, also ich denke sehr, sehr schlecht an diese Zeit zurück. Und letztendlich wart ihr so beide, weil zu der Zeit ging's dir, glaube ich, auch nicht gut. Und es war so eine beiderseitiges Rettung, dass Nils und ich dann nach Hamburg konnten und so. Das war, das lag aber natürlich auch daran, dass du, wenn du 9 Jahre lang habe ich das gemacht, ich habe ja dann wieder angefangen irgendwann zu studieren, weil irgendwann hast du auch gedacht, okay, ganz ehrlich, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich habe es nie weggeschafft von Giga. Ihr seid irgendwann weg. Das, da war, ich will nicht sagen Eifersucht, aber irgendwie wurde mir klar vor Augen gehalten, die haben sich die Guten, das Fernsehen oder die Medienwelt haben sich die Guten genommen, ja, so ungefähr, und die anderen werden für ewig da sein. Ich war 9 Jahre da, ich habe so viele Leute kommen und gehen, sind nicht mal immer noch da, und habe wirklich gedacht, okay, was machst du jetzt? Du wirst... All around me a familiar, ja, schön, dass du dich lustig drüber machst. Nein, aber man hat auch immer noch ein Stück weit gehofft, dass dem Laden es auch noch mal besser geht. Man hat ja das Potenzial gesehen und man hat so ein bisschen wie bei einer Aktie gehofft, wenn ich lange genug da bleibe, wird sich das auszahlen. Ja. Habe ich eine lange Zeit gedacht, bis ich irgendwann dazu kam, nee, der Laden wird von einer Person nach der nächsten ausgenommen und wir als Mitarbeiter kriegen nichts. Es war schlimm, dann zu sehen, wie sich alles runterentwickelt. Und dann hatten ja Nils und ich Late Nights, wo ich so fucking stolz drauf war. Und dann kommen irgendwann Klaas und Joko um die Ecke, nachdem wir, und das ist ja wirklich die Wahrheit, ein Tape von Late Nights zu MTV geschickt haben. Ich glaube, über Mark Quambusch oder so ging das. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, weil wir gesagt haben, ja, vielleicht kommen wir so dann wieder zusammen, weil ihr hattet jetzt die MTV-Connections. Und wir haben nie wieder was gehört. Und irgendwie ein paar Monate später gehen Joko und Klaas durch die Decke und Scheiße. Ich will, wie gesagt, nicht nachtreten oder so, aber mit Porno-Alphabet, wo Joko und Klaas, das war das erste Ding, dieses Porno-Ping-Pong, was sie gemacht haben, was viral ging von Joko und Klaas, mit Vivian Schmidt in ihrer Sendung. Und wir hatten die Top 5 Pornonamen ein halbes Jahr vorher bei uns in der Sendung mit Vivian Schmidt als Gast. Das ist leider das Schicksal von den Pionieren, dass man überrannt wird von denen. Na, das ist auch, und das Ding ist, das hat nur alles noch oben, dann gleichzeitig privat mit Freundin und so weiter. Und dann hab ich mich bei Giga noch überworfen, wurde off-air genommen für eine Zeit lang, weil ich mich mit dem Geschäftsführer angelegt habe und so Geschichten. Dann war Nils sauer auf mich, weil wegen meiner Ausfälligkeiten Late Nights auf Eis stand, was ja dann auch, also du warst nicht sauer, du hast es verstanden, aber natürlich hast du auch gesagt, so, ja, du warst Kollateralschaden in der Geschichte. Du erzählst das so, wie du lässt so Revue kapitulieren, ja, für jemanden, der die Geschichte kennt. Ja, stimmt. Vielleicht solltest du sie, also wenn du sie erzählst, dann so erzählen, dass Leute, die sie verstehen können, die sie nicht kennen. Ja, ich weiß aber nicht, welche Details man überhaupt da erzählen will. Was steht in den Arbeitsverträgen? Ich weiß es. Wie lange? Man muss auch gar nicht die Details erzählen. Tatsächlich war es eine schwere Zeit. Ja. Und das Krasse war ja dann, dass Nils und ich, als ihr uns dann nach Hamburg geholt habt, wo wir ja schon lange im Vorfeld drüber geredet haben, und ich weiß ja noch, wir saßen ja noch bei dir in der Wohnung, es war noch in Düsseldorf, als wir noch über MTV Play, MTV Game Style, wo die ersten Ideen zu Game One im Prinzip, ich fand den cool, überlegt wurden und so, und wir ja mit Teil auch, jetzt, ich will nicht irgendwie ein Fame oder irgendwas abhaben, was uns nicht gebührt, aber wir saßen ja da und ihr habt immer die Ideen gepitcht und wir haben drüber gebrainstormt. Ja, ich meine, ist doch klar, dieser ganze Game One-Kosmos ist ja auch aus unserer Freundschaft entstanden, das ist ja alles. Und die Inspiration damals. Wir haben dieselben Sachen zusammen geguckt. Natürlich ist das ja alles eine riesige Hommage an unsere, wirklich an unsere Vergangenheit. Game One startete als Hommage an alles, was wir geil fanden. Ja, und alles, was ihr auch oder wir nicht bei Giga durchgeboxt gekriegt haben. Konnten, ja, genau. Ähnlich wie es mit Rocket Beans und MTV auch ist, weil wir haben ja ganz viele Sachen, die jetzt Rocket Beans sind, haben wir damals auch MTV gepitcht und gesagt, lass uns doch das mal, lass uns einen YouTube-Channel, lass uns und so weiter. Und immer diese Widerstände von großen Leuten, die diese Vision nicht geteilt haben, zieht sich wirklich wie so ein grüner, wie so ein roter Faden durch, durch die Geschichte. Ne? Vielleicht ist das wirklich dieses unter Druck entstehende Diamanten, man muss so ein bisschen
stressen. Man muss sich halt kaputt machen, um irgendwas Besonderes mit Wert zu erzeugen. Ich weiß es nicht. Weil, wann immer man sich kaputt gemacht hat, ich sehe es jetzt gerade bei Budi und Ian und Wirt und Co. bei ihrem Pocketbeat. Die machen sich da wirklich kaputt. Das ist schwer zu glauben, wenn ich das jetzt einfach so sage, als ob ich die da irgendwie pushen will, aber die Tag und Nacht, den ganzen Tag, ich wohne ja bei Ian, geht's um Pocket Beans. Kannst um 4 Uhr morgens aufstehen, Ian sitzt am Küchentisch und hat irgendeinen Kram mit Pocket Beans. Die haben ein riesiges Magnet, eine Magnetwand. Ian, ne, der unorganisierteste Kerl der Welt, der da irgendwelche Storyboards, und dann steht der da und die Kamera ist da, irgendwelche Sachen da festpinnt. Die drehen da alle völlig durch. Und es ist halt eine kleine, niedliche Sendung, ne? Und aber die lieben das so, und da sehe ich viel von dem Feuer, was ja bei Game 2 ohnehin da ist, was wir bei Rocket Beans ja auch versuchen, immer wieder anzufächern, und was Game 1 natürlich auch gegründet hat. Was aber gestartet ist, der erste Fackelträger war Giga natürlich. Ja. Und auch da dieser Druck von den Leuten über uns, die gesagt haben, so, ihr seid im Fernsehen, ihr müsst jetzt performen, das ist ein guter Start für euch hier, hier ist ein bisschen Training, guckt euch von den anderen ab, macht einfach, ne? Die haben uns auch relativ. Bei meinem Einstellungsgespräch hat ein Typ, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat zu mir gesagt, naja, reich wird man bei Giga nicht. Nee. Womit er recht hatte. Aber das ist ein Sprungbrett, und die meisten Leute bleiben hier so 2-3 Jahre. Das werde ich nie vergessen, weil ich war 9 Jahre da. Das war kein Sprung. Also, du hast noch alles gemacht in diesen 9 Jahren. Ich habe hab alles gemacht, außer dass ich nie mich. Ich hatte ganz am Anfang hatten wir ein Management. Das war in der, weiß ich, ganz in der Anfangszeit. Dieses Management gibt es übrigens immer noch. Und wir waren zusammen bei diesem Tele5-Casting, Nachtfalke. Alter. Sie wollten uns beide. Ich habe abgesagt, du hast es gemacht. Cool. Naja, ey. Ich finde das null negativ. Es ist eigentlich richtig, dass du es irgendwie Die Nummer führte zu meinem Tinnitus. Ohne Nachtfalke. Ja, aber das war, weil du halt krank geflogen bist und ja, weiß man nicht. Es war auch der Druck. Die ganze Nacht, das hat mich komplett kuriert von den Medien, diese Nachtfalke-Erfahrung. Ja. Noch nie so schlecht aufgenommen worden von einem Team. Die haben mich so null integriert, sich null interessiert. Es ging nur darum, was irgendwie 20 Leute in ihrem internen Chat da irgendwie sagen. Oder damals war es ein Forum. Es war sehr unangenehm. Und dann haben sie mir halt so Sketche geschrieben, die so peinlich waren, dass mir. Also es war furchtbar. Ich hab nach der ersten Woche da gekündigt. Ich musste dann noch 3 Monate da arbeiten, während mir mein Manager und alle sagen, dass es ein Riesenfehler ist und ich nie wieder in dieser Branche arbeiten werde. Ich hatte ja den gleichen Manager. Und am Ende, am letzten Tag, habe ich meinen fucking Tinnitus bekommen. Alter, ich nehme das denen bis heute übel. Ich hatte ja den gleichen Manager und habe mich daraufhin mit ihm gestritten am Telefon, weil er wollte, dass ich auch dieses Ding mache, und ich habe gesagt, das ist halt Call-in mehr oder weniger gewesen. Sie haben gesagt, es gibt keine Call-in-Elemente. Genau. Ich habe dann aber gesagt, dass ich mich da nicht sehe, dass das überhaupt nicht in meine Richtung geht, wo ich mich als Moderator entwickeln will und so weiter. Und eigentlich denkst du dann von einem Manager, kriegst du irgendwie Verständnis, sagst du, kein Problem, ich finde was für dich, was besser für dich oder so. Und er war richtig sauer, und dann haben wir uns am Telefon angebrüllt, und that was the end of it. Und seitdem hatte ich nie wieder eine Agentur oder ein Management und hatte so eine, das hat mich auch geprägt, obwohl ich noch nicht mal da war, hat mich das so geprägt, dass ich keinen Bock hatte auf diese echte Fernsehwelt. Und ich habe immer gedacht, entweder es kommt einer, der mich cool findet, oder ich mach's nicht. Aber ich habe keinen Bock, irgendein Format zu moderieren, wo du einfach draufgesetzt wirst, könnte theoretisch jeder moderieren. Das heißt, was natürlich arrogant ist in einer gewissen Art und Weise, weil zu behaupten, naja, Etienne, wir haben ja dieses Format geschrieben, das kannst nur du moderieren, ist natürlich auch schon ein Stück weit größenwahnsinnig, aber das war so meine Einstellung. Hat mit Late Nights, nee, doch nicht. Ja. Ja, naja, ich finde, man konnte schon viel, ihr habt am Ende ja auch viel ausprobieren können. Wir waren ja auch noch sehr jung. Man muss ja auch sagen, wir waren natürlich ein bisschen auch überambitioniert, so, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen zu viel immer zugemutet. Ich finde, wir haben schon gelernt mit der Zeit, dass man auch wirklich mit der Zeit erst besser wird. Also ich, auf jeden Fall. Wenn ich mir heute angucke, wie ich damals war oder was ich damals gedacht habe über den Job und wie man was Sachen macht, merkt man halt, dass man eben nicht viel wusste. Und ich denke, in 20 Jahren gucken wir auf die heutige Zeit zurück und sagen, wie wir damals Rocket Beans geleitet haben. Hätten die damals schon gewusst, dass das mal der wichtigste Sender der Welt werden wird? ja. Da hätten wir 10 Jahre früher hinkommen können, wenn wir nur Nils Digitalstrategie verfolgt hätten. Naja, aber
es ist ja wirklich so, dass man, dass dieses Moderieren und das Moderieren lernen tatsächlich auch ein Prozess, wo man mit viel Selbstreflexion auch besser wird und halt auch, ich finde es wichtig, dass man auch Sachen ausprobiert. Wir hatten immer das Glück, dass wir Sachen ausprobieren konnten und immer eine Homebase hatten. Ja. Also du konntest Nachtfalke machen, hattest aber Giga. Du konntest hier die Malsendung machen, Azuka. Ja, aber das war im Vakuum des Nichts, muss man sagen, zeitlich. Ne? Ja, das war krass. Ne? Ja. Ach, das war zwischen Giga und... Ja, das war... Bei uns angefangen. Aber du hattest trotzdem den... Du wusstest, es ist nicht... Wenn das nicht klappt, hast du trotzdem, geht's trotzdem irgendwo weiter, meine ich. Das war jetzt nicht die einzige Karrierechance. Nee. Das meine ich halt. Und dann ist es, was ich nur sagen will, ist, dann ist es ja auch okay, genau wie das Big Brother-Ding oder so, dass man Sachen ausprobiert und man redet ja auch mit den Leuten und in der Regel versucht man ja, egal ob es Nachtfalke, ob es Big Brother ist oder sonst irgendwie, vorher auszuloten, ob man sich... Ob man das sich vorstellen kann, wenn es nicht komplette Scheiße ist. Und Naja, gut, sag ich. Naja, aber guck mal, selbst bei der Big Brother-Nummer konnten wir relativ frei moderieren und machen, was wir wollen. Ja. Wir mussten halt über Big Brother reden, okay, aber die haben uns nicht gesagt, ihr müsst es geil finden, die haben nicht gesagt, weiß ich nicht, ihr müsst jetzt, also es war im Rahmen dessen, war das eine gute Erfahrung. Und ich meine, wir haben eine Produktion gesehen, die von der Größenordnung größer ist als alles, was im Fernsehen produziert wird, so ungefähr. Wo einfach, wenn die Quote schlecht wird, einfach David Hasselhoff oder Pamela Anderson eingeflogen wird. Mhm. Ist ja auch lustig. Ich habe das ja auch, wir haben ja alle unsere Berührungspunkte tatsächlich gehabt mit diesem Mechanismus Big Brother. Und es scheint, als könnte man dem kaum entkommen, ob es jetzt ist, ne, als Zweitverwertung. Ich glaube, bei uns war es dann Drittverwertung. Also so, man entkommt dem einfach nicht, weil das Interesse tatsächlich auch bei der dritten Verwurstung, also dem Material, was sonst keiner will, dass das dann immer noch spannend ist für Leute. Also zu wissen, was macht irgendwie der eine Typ jetzt, wenn die Kameras gerade mal nicht irgendwie. Ja, aber das war auch und ist ein Phänomen der Zeit. Das mittlerweile, weiß ich nicht, ich glaube, die Sendung gibt es noch, aber das ist ja nicht mehr dasselbe und die Quoten müssen auch schlecht sein. Aber damals, ich glaube, die erste Staffel Big Brother war 2099 oder sowas, ne? Das haben alle geguckt. Und das haben alle geguckt. Und das war ja vor allem, damals gab es ja eine riesige Ethikdiskussion, weil es war ein holländisches Format und alle haben drüber geredet, ob man das machen kann, ist das nicht menschenverachtend und hier und da. Also siehst du mal, wie weit, ich finde das also interessant gesellschaftlich auch, weil heutzutage würde niemand auf die Idee kommen, wegen dieses Formats eine Ethikdebatte zu führen. Damals war das ein Riesenthema. Ja. Man hat Angst. Ich weiß noch, da war bei Giga war zu Gast hier, wie heißt er, Jürgen und Slatko. Und ich habe so ein Foto gemacht. Und in der dritten Staffel kam der Nominator. Ja. Und dem habe ich auch ein Foto gemacht. Also die ersten drei Staffeln Big Brother, da war ich sogar ein Stück weit Fan. Du hast gleich eine Matz gedreht, ne? Das war was anderes. Das ist dir unangenehm. Slatko und Jochen, cool, ein Foto gemacht, gibst du gar nicht zu, ne? Aber nein. Nee, ach, die Pocher-Geschichte. Ich habe mich geschmeichelt gefühlt, dass die überhaupt mich irgendwie auf dem Schirm hatten, um mit mir was zu drehen, aber... Ich hätte mich eingeschissen in dem Moment. Aber das war so schlimm, wenn dann das große Fernsehen kam, man wusste ja, man ist bei Giga und wenn dann schon sowas wie MTV war irgendwie das richtige Fernsehen und bei ProSieben, wenn die kommen und die wollen dann was mit dir drehen und haben sich da was ausgedacht, was man selbst wahrscheinlich nur so halb gut findet. Absoluter Horror. Vor genau sowas hatte ich immer Angst. Deswegen habe ich Medien eigentlich in dieser Richtung immer gemieden. Ja, ich war auch, ich war dann bei Rente Pocher, war ich ja sogar im Studio dann noch als Gast. Das wurde ja dann rausgeschnitten wegen diesem unsäglichen Telefonanruf, den wir da Telefonstreich. Ist auch besser. Ja, war auch besser, dass die das nicht ausgeschaltet haben. Aber ich war halt da vor und da dann irgendwie zu sehen, wie das da so abläuft und das war so ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wie ein Pocher behandelt wurde. Der wurde halt behandelt wie ein Gott. Du musst dir so vorstellen, wie Majestix in den Asterix-Comics, der auf so einem Schild durch die Gegend getragen wurde und dann, und du hast nur gesehen, weißt du, so überall und oh, Oliver Pocher und das war ja auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mehr oder weniger. Und er war halt echt ein Star in Deutschland und ProSieben ist ihm so in den fucking Arsch gekrochen. Und es war völlig krass. Und dann war ich da mit dem stellvertretenden Programmdirektor damals, der so ein bisschen, nicht mein Manager, aber so ein bisschen, mich wie so ein Bodyguard fast schon mitgenommen hat. Und es war so, was geht denn hier ab und so weiter und so. Allein wie ich als Gast der Sendung behandelt wurde, war schon völlig krass. Und dann ist Schnitt zurück wieder bei Giga Games. Du bist im Container im Winter, keine Heizung. Alle haben kleine Elektroheizungen neben ihrem Tisch stehen, tippen mit Handschuhen Artikel. Und der Redaktionsleiter kommt rein und sagt so, jeder 5 Artikel! Die Klicks gehen runter! Und du sitzt so da, siehst deinen eigenen Atem und musst abends noch 2 Stunden Live-Sendungen machen für 2000 Euro brutto.
Oder war nee, 1000 Euro. 1000 Euro netto. 1000 Euro, nee, 1000 brutto. Euro brutto. 1000 Euro brutto. 2000 Mark. Wie netto? War das nicht? Nein. Ich weiß noch, wir haben, das waren 770 Euro netto, die du rausgekriegt die du rausbekommen hast. Und, davon musstest du alles. Das war der Volontärsvertrag, zwei Jahre. 1000 Euro. Aber das ist 770. Also ich habe ja gesagt, ich habe einen richtigen Job. Ich fange nicht an unter. Du warst aber ja, du hast ja nie das Volo gemacht. Du hast ja, ich habe es in meinem Vertrag, also ich habe später es so angegeben, als hätte ich ein Volo gemacht, weil also ich habe ein Volo sogar bekommen. Aber ich habe einen jungen Redakteur. Am Ende wusste keiner mehr bei Giga. Aber das war ja auch gut. Aber bei dir stimmt's ja auch. Du warst ja auch Redakteur schon. Du hattest ja auch Redaktionserfahrung. Ja, weil ich gesagt habe, ey, ich kam von der Redaktion. Ich meine, sorry, nee, ich war stellvertretender Chefredakteur. Ich fange doch hier nicht an als Volontär. Wollte mich verarschen. Ja. Und die wollten mich halt echt auch sowas von runter. Haben sie ja auch. Ja, sie haben mich doch schon relativ. Ich weiß noch, meine erste Gehaltserhöhung. Und das war halt aber auch, weißt du, hab ich gesagt, so nach diesen zwei Jahren Volo, nach jeden Tag, muss man sich mal vorstellen, du moderierst im Kabelfernsehen von 22 Uhr bis 0 Uhr live. Allein die Arbeitszeiten, egal was du machst, rechtfertigen dieses Geld nicht. Aber dann auch noch als Fernsehmoderator, dann auch noch vorher, wir hatten ja einen normalen 9-Stunden- oder 8-Stunden-Tag, der vorweg ging, und abends quasi als Ausklang dann die Sendung. Und ich habe gesagt, nach zwei Jahren, Alter, da hatte ich mir auch einen gewissen Status, aber ich sage, okay, jetzt ist Zahltag. Das müsst ihr dir schön bei der ersten Gehaltserhöhung auszahlen lassen. Dann habe ich 1500 gekriegt. Brutto, das waren 200. Du bist einer unserer besten Männer. Ja, du kriegst 1500. Ja, das waren dann fast 1000. Das waren dann fast 1000. Euro netto, die du im Monat hattest. Aber da ich muss so viel ab dann. Also ja, aber das Ding ist halt, das war mein erster. Also außer Nebenjobs oder so, aber mein erster richtiger Beruf und Geld. Und ich war so fucking stolz, ich hatte meine eigene Wohnung, die hat 330 Euro gekostet. Es waren 30 Quadratmeter in Düsseldorf, eine richtige Kackwohnung unterm Dach in der Suitbertusstraße in Düsseldorf, wo die Küche einen Teppichboden hatte. Also ganz schlimm. Und dann, es war keine richtige Küche, erinnert euch vielleicht. Da konntest du ja dann gar nicht kochen. Ah, schade. Ja, das war das Hindernis. Da hat's aufgehört. Du wolltest uns doch immer einladen zum Essen. Dann ging das gar nicht. Ja, aber wir sollten nicht so viel über Gehalt reden am Ende in 10 Jahren oder in 20 Jahren bei der 20 Jahre Rocket Beans Show sitzen dann die Andreas und Florentino. Ja, aber weißt du, deshalb sage ich den Hund, hat es mir geschadet. Ach, herrlich. Ja, das war eine schöne Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Also ich muss tatsächlich auch so immer, ich bin immer sehr emotionaler Mensch, sagen, Giga ist mir sehr, sehr wichtig. Und auch wenn es da auch natürlich Zeiten gab, Sachen, die schwierig waren oder die einen abgefuckt haben, hinter den Kulissen auch, die niemand, du hast vorhin ja so ein paar Sachen angedeutet, so, wo man jetzt eher so vermutet, was meint er damit vielleicht, wenn man die Geschichte nicht kennt. War nicht immer alles geil, aber es ist für mich die wichtigste Zeit und die wichtigste Entscheidung mit so meines Lebens, dass ich damals zu Giga in den Max-Bereich gekommen bin. Nee, wirklich, muss ich wirklich sagen. Ich denke da oft drüber nach, wenn ich damals nicht, als ich dich da gesehen habe, wie du lappedullig gesagt hast, ja, bewerbt euch, wir suchen neue Leute. Das kann ich auch. Wenn ich das nicht gesehen hätte und dann meinen Fleck mal überwunden hätte, zu sagen, okay, ich bewerbe mich da auch. Bin ich auch noch schuld, oder? Ja, also das da auch noch, ja, du bist schuld. Da eine Bewerbung auch noch zu schreiben. Weißt du, wie du mir vorgestellt wurdest von, weiß ich nicht, ich glaube, Olli Weibe, einem der Programmdirektor. Mhm. Das wird der Johannes B. Kerner von Giga. Die waren so begeistert von deinem Casting, weil du dich so gut und gewählt ausdrücken konntest und so ein Hochdeutsch gesprochen hast und so ein Sieh aus, was aus mir geworden ist. Der Johannes B. Kerner von Rocket Beans. Okay. Ja. Wer ist Kerner nochmal? Naja, aber man muss sagen, das war damals ein Riesenkompliment. Kerner war damals die Number One im Fernsehen, Alter. Und, man hat Kerner halt immer. Nur, wer ist jetzt noch? Ja, ich sag nur, Kerner wurde ja damals auch nachgesagt, dass er sich so gut ausdrücken kann. So war das halt gemeint. Das war schon als Kompliment gemeint. Kerner hatte auch vorher diese Bastelsendung. Die Kerners. Johannes Bean Kerner, siehst du? Johannes R.B. Kerner. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Genau. Das waren schöne Zeiten. Wir haben noch sicher noch ganz viel. Mach ruhig, zeig ruhig was. Wir sind eh schon über die Zeit. Mir ist es auch egal. Eigentlich sollte jetzt Larry kommen. Ich finde, das ist so eine seltene Gelegenheit hier. Warum sollte man jetzt ein Spiel spielen? Also lass uns einfach so lange machen, wie wir Bock haben. Hier wird, oh Mann, das ist einfach die Timeline das bei Twitter durchscrollen. Ich weiß nicht, was ist das? Simon? Hashtag The Future Is You. Da findet ihr, oh, Forever in Love. Ja, ich kenne das. Das ist, ich finde das ja süß. Das ist ein Zusammenschnitt von. Ja,
Die da hatte ich noch die schlimme Frisur. Aber ich finde es immer schade, dass es nur 5, 6, 7 Videos gibt. Und die sind es dann. Es gibt zu wenige lange Folgen einmal. Das können wir auch noch mal vielleicht kurz erzählen, wo ich diese Couch sehe. Das war dann das neue Studio. Damals hat unser Programmchef, der hat das Konzept umgekrempelt. Damals war es so, dass am Anfang das, man abwechselnd gehostet hat. Ne? Es gab so eine Rotation. Einer hat immer den Host gemacht, die Sendung eröffnet. Kannst du ein anderes Video bitte? Und es ist alles unangenehm. Und damals ja, zeig ruhig was, aber nicht war es dann so, als der E-Sport-Bereich war da schon irgendwie ausgekoppelt, also Eddie und Budi waren gar nicht mehr da. Und dann wollte unser Programmchef damals, oh Gott, das war das eine Mal, als ich eine Weste anhatte. Ich hatte einmal eine Weste an. Oder zweimal. Nicht, ja. Ja, der Marco kann man sehen, der Marco, ja, das ist der echte Bestenmann. Wo Marco inspiriert wurde. Und dann hat unser Programmchef so einen kleinen Contest gemacht irgendwie und hat uns beide immer hosten lassen und hat so eine Konkurrenz aufgebaut. Das hat er gern gemacht. Wer von uns beiden dann am Ende quasi den Host machen sollte. Und ich fand das überhaupt nicht cool, dass das so eine Konkurrenzsituation von außen auf uns gedrückt wurde. Und ich habe dem damals dann auch gesagt. Ich fand das auch ehrlich gesagt, weil ich war relativ frisch da und du warst schon so lange da und hast es auch gut gemacht. Ich fand es ein bisschen unfair, dass der überhaupt dich in eine Konkurrenzsituation hat. Der hat parallel gesagt, du, der Nils hat Bock auf deinen Job. Der hat eben schon die ganze Zeit im Interview gesagt, dass der irgendwie das besser kann. So, nein, diese Lügerei. Das ist der fucking Grund, warum Budi und ich weg sind. Ja. Unter anderem. Und das hat er später mit Nils und mir doch genauso gemacht mit Late Night. Du warst Spielball für irgendwelche Spackos, die da ihre persönlichen Machtstrukturen aufgebaut haben und sich einen runtergeholt haben, wie geil sie die Leute unter Kontrolle haben. Das war irgendwann einfach pervers. Ich wollte dann nur noch weg. Ja, das war die schlimme Zeit, aber das ist auch, glaube ich, mit einer Person. Eine Person hat den ganzen Laden komplett in die Scheiße gemacht. Und das war wirklich krass hinterher. Also wir haben damals das schon so ein bisschen gecheckt, aber das, was er dir jetzt gesagt hat oder was er mir gesagt hat, dass wir haben uns über gewisse Dinge ausgetauscht, gerade später Eddie und ich haben uns die Sachen dann auch mal erzählt, so, aber dass er das auch nicht gecheckt hat? Dass er das auch nicht gecheckt hat, dass wir loyaler miteinander waren. Er wollte ja, dass wir auseinander, er wollte ja, dass wir nicht mehr miteinander abhängen. Er meinte, ihr macht eine Bubble, die anderen Leute reden schon, ihr macht hier nur euer Ding. Was für ein Quatsch, ne? Der wollte einfach nur nicht, dass wir über den Kram reden, denn er da uns einzeln einflößt. Ja, ja, und das war, das hat teilweise, wenn wir irgendwelche externen Jobs machen sollten, die natürlich keiner Bock hatte, aber gab es auch keine Kohle für oder sonst irgendwie, einfach irgendwo irgendeinen Drecksjob zusätzlich machen. Dann, was er denn mir erzählt, entweder Eddie oder du, so ungefähr, und dann hat er irgendwas erzählt, ja, ich wollte ja eigentlich erst Eddie fragen, aber dann habe ich mir überlegt, du, so ungefähr, und dann so, und dann hab ich gedacht, wir checken das nicht, ne? Ja. Und das, also das, damals, das war somit das Schlimmste, so, weil man hatte eh schon nichts, man hatte kein Geld, man hatte nur die Freundschaften, die man da auf der Arbeit hatte. Ja. Und das haben sie einem versucht zu nehmen. Aber wie perfekt. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Was für eine, ich höre jetzt auf zu reden, aber es ist wirklich krass. Wenn je mehr ich drüber nachdenke, werde ich schon wieder wütend. Würde ich in seinen Telekom oder was, wo ist jetzt Apple Shop gehen? Gibt schon einen Grund, warum der nicht mehr in den Medien ist. Gibt einen fucking Grund. Ja, ja. Aber wir wollen keinen Namen nennen. Aber das war damals schon so hinter den, das war wie so eine schmierige Seifenoper teilweise, was da für Geschichten passiert sind hinter den Kulissen. Das war schon Me too. Unangenehm. Aber trotzdem war es eine geile Zeit. Und abseits von solchen einzelnen Personen, die sowas gefördert haben, solche Kultur oder so, bleibe ich dabei. Giga ist für mich ein unglaublich wichtiger Lebensabschnitt. Was habe ich eigentlich gerade angemacht? Du hast es angemacht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Natürlich, Edward Laser, der beste Twittermann der Welt, hat das gepostet. er ist wirklich der Beste. Kennt jemand einen besseren auf Twitter? Vielleicht den echt. Vor allem, wie oft Leute mich darauf ansprechen und denken, dass ich das bin. Und ich nicht weiß, wie ich denen erklären soll, dass ich nicht mal annähernd das könnte, so wie. Wenn du sagst, warum solltest du das sein? Exakt. Also habe ich mit überhaupt damit jetzt Verbindung stehst. Ich verstehe das nicht. Aber die Leute denken halt einfach, wen kenne ich, bei Social Media abgeht. Ja. es ist schon fast, wenn wir gerade dabei sind, faszinierend, du sagst irgendwie Kuchen und er findet irgendwie einen Clip von 2003 mit einem Kuchen. Patrick Papst den Kuchen fallen lässt. Und du denkst einfach, what the fuck, wie läuft es technisch ab? Er muss ja Videos gekeywordet haben oder sowas. Hat er auch. Aber hat auch. Wie? Das weiß keiner. Edward Laser, er ist Herr über Zeit und Raum. Ich meine,
Der ist vielleicht einfach für eine Generation lag es ja auf irgendeinem Planeten und hat da irgendwie sein Tool gebaut. Nein, der hat auf jeden Fall so ein, wie Hermione Granger, hat irgendwie so ein Zeitding, wo er dann, ja. Teilweise braucht er 2 Jahre für ein GIF, aber er kann die Zeit einfach anhalten. Das glaube ich auch. Ja. Und er reist einfach in der Zeit und nimmt es neu auf. Aber er zahlt einen hohen Preis, weil in der Zeit, wo er die Zeit pausiert, altert nur er. Weil außer ihm ist alles still. Das heißt, dass er teilweise für ein GIF mit 2 Lebensjahren bezahlt. So, das heißt, er hat angefangen mit 16 und jetzt ist er vielleicht schon 68. 60. So, das heißt, er wird das Ende von Rocket Beans gar nicht mehr erleben. Ja. Und er hat so teilweise so, sieht er sein Kind auch, der hat jetzt ja Kinder, der sieht die teilweise Jahre nicht, weil er nur an einem GIF arbeitet. Papa, musst du heute auch wieder Rocket Beans? Ja, Papa macht GIF. Ja. I give my life away for them. GIF. Ja. I'm a Giffer. So, was haben wir denn noch? Ja, wie lange wollen wir denn noch machen? Lass mal gucken, wie lange noch, ja? Eddies Lachflash. Das ist aber auch lange her. Wann hast du zuletzt gelacht? Das war mit Colin und dir bei Late Nights, wo wir gekocht haben. Ach, guck mal, wie jung wir da noch alle sind und dünn. Ich glaube, ja, es ist Dennis und Colin, ey. Aber das ist nur mit Sound natürlich. Scheiße, wie Colin aussieht. Kann jetzt jeder von euch sich quasi mal so ein kalten Hund nehmen. Schnauze. Ja, nimm ruhig 2. Ich kenne das echt als kalte Schnauze, kalten Hund. Nimm halt doch mal, da geh. Ja. Haben dich deine Eltern voll verarscht. So, und jetzt hier, nehmt euch da irgendwie kalter Hund. Schnauze. So ein Messer oder was. Und dann könnt ihr hier quasi so, komm mal her mit einem, so seht ihr das, schön flüssig. Zack, dann könnt ihr richtig drauf. Wir haben so viel Zeit vor der Kamera verbracht, dass man sich auch wirklich nicht mehr an alles erinnert, ne? Da erinnere ich mich noch. Ach, das habt ihr heiß gemacht und dann... Ja, das sind Marshmallows, die haben wir warm gemacht und dann so auf den kalten Ofen. Jetzt hier schön in der Alu. Pfanne. Mach mal Vollbild, kannst du nicht Vollbild zeigen? Soll ich das auch noch da rein? Das habe ich nicht verstanden. Warum durfte man bei Giga nie Vollbild zeigen? Ja, das ist auch, deswegen habe ich nicht probiert. Ich glaube, das hatte rechtliche Gründe. Wenn es irgendwie so eingebettet war, dann wurde das nicht als Videocloud gewertet, whatever. Keine Ahnung. So, schön verrühren. Also, ihr seht das, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man das wie Colin aussieht. Seht ihr das? Ja. Oh, er sieht sehr anders aus. Die Frisur ist immer noch die gleiche, aber er ist sehr irgendwie, er ist noch jünger. Was ist da passiert? Ja, er sieht anders aus. Hier, das ist Ich muss direkt wieder mitlachen. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich nicht mitbekommen. Ja, Colin hat gesagt, Eddie hat Kacke am Mund. Und das hat gereicht. Ich weiß nicht, er hat es so trocken irgendwie gesagt, so halt Colin-typisch. Ich habe jetzt in diese Kekse nicht irgendwelche Drogen gemischt. Das ist tatsächlich eine ganz natürliche Reaktion. Da merkt die Kamera, da muss ich näher rangehen. Ja. Alles, was wir heute gezeigt haben, schmeckt sehr lecker. Komm mal, das ist, man kann sich nicht mehr sehen. Ist euch eigentlich bewusst, dass eure Kinder das irgendwann alles sehen werden? Ich glaube gar nicht, dass die da so Interesse dran haben. Glaubst du, dass die nie deinen Namen googeln bei YouTube, um zu gucken, was der Opa macht? Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, die kriegen uns ja auch schon zu Hause genug zu sehen und haben dann vielleicht keinen Bock, privat auch noch... Papa, ich denke, die suchen eher Munition. Nach Dingen, die sie einem vorwerfen können. Ja, so, jetzt heute will ich mal einen kiffen, da suche ich mal auf irgendwie im Internet, ob ich da was finde. Ja, man findet ja immer was, aber findet er ja nichts. Da findet er nichts. Ja, eben, aber er probiert es erstmal. Aber wenn es darum geht, soll ich einen Helm tragen oder nicht, dann findet er das zum Beispiel was. Ja, und dann findet er einen Rant, wie du darüber lästerst, dass Kinder keinen Helm tragen sollen. Das stimmt nicht. Ich habe nie gesagt, Kinder sollen keinen Helm tragen. Ich habe gesagt, Erwachsene brauchen keinen Helm tragen. Kinder? Weil die Kruste dann schon so hart ist, ne? Weil sie einfach Fahrrad fahren können. Okay, das ist ein Argument. Ja, aber lass uns nicht darüber reden. Nein, ich wollte auch nicht. Wollte nicht alte Kopfwunden aufreißen. Schön. Ja, ihr Lieben. Was denn? Ihr wollt beenden? Ich muss gleich noch was machen. Ja, weil für mich heißt das ja, dass, ihr könnt ja weitermachen. Dass ich dann weiter Larry mache jetzt. Aber ich dachte, wir warten, dass Budi zurückkommt. Der hat doch gesagt, ich komme gleich wieder. Er sagte, er ist in 5 Minuten wieder da und alle haben sich gedacht, gleich gibt es das große Comeback von Budi. Alle haben sich schon von ihm verabschiedet und dann kommt er einfach zurück. Freut euch, dass er da war und uns erfreut hat mit seiner Anwesenheit. Er ist jetzt wirklich gerade in einem wichtigen Interview. Wir können ihn da nicht rausnehmen. Wenn es länger dauert, weil er die Vorzüge unserer Webseite erklärt oder was es bringt, Supporters Club Mitglied zu sein. Ich glaube, Budi ist immer noch dabei, eine Frage zu beantworten. Wer sind Sie?
Was? Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja. Wie komme ich hier zum Raum? Geboren 23. auf einer kleinen Farm in Ohio. Ja, ja, vielleicht gibt es noch Fragen. Sonst könnte man noch ein paar Fragen beantworten, wenn noch was gekommen ist. Ansonsten kann man aber jetzt hier auch dann. Ich muss nämlich tatsächlich gleich noch was Tolles kaufen. Was denn? Ich werde mir ein neues Telefon kaufen. Mach das doch nicht. Doch. Ich hab so lange jetzt den Entschluss, bitte überrede mich jetzt nicht. Okay. Ich habe eine Stunde lang auf diesen Preis dieses neues Telefon geguckt und mit mir gekämpft und ich habe genug Fake-Argumente gefunden, die diesen Preis rechtfertigen und mit diesem ganz brüchigen Selbstvertrauen möchte ich jetzt in diesen Laden gehen und das Telefon kaufen. Ich sehe, du bist vorbereitet. Aber also, was machst du denn mit der Handyhülle? Die passt dann ja nicht mehr. Ja, vor allem das Pflaster. Das ist die beste Erfindung ist dieses Pflaster. Ja, aber das ist geil, dass plötzlich alle dieses Ding haben. Als ich diesen Ring habe, wurde ich noch ausgelacht. Aber mittlerweile hat sich schon durchgesetzt. Aber das ist ja auch cooler. Dein Ring war ja auch irgendwie, der hatte auch so Strass dran und so, das war ganz komisch. Ja, klar, ich weiß, dass der scheiße war. Ja. Aber es war ja auch ein bisschen geil, dass der so scheiße war. Der hatte Strass dran. Ich möchte es nicht mehr müssen. Ich habe auch gedacht, so einen Scheiß braucht kein Mensch. Aber vor allen Dingen, es fällt halt einfach weniger runter. Es ist so gut. Es fällt einfach weniger runter und das ist, ja. Das ist die Hauptmann. Man kann es halt schön flach machen, wenn sie so wieder rein. Ist mein Flachmann. Ja. Besser, gesünder als andere. Ja, gut, wollt ihr denn, da machen wir kurz Werbung und danach geht's aber nochmal weiter. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen über Giga reden. Vielleicht werde ich alte Videos zeigen. Wir gucken. Du willst eventuell gehen, du kaufst dir ein Handy. Was ist mit dir? Ich, bist du gleich noch da? Ja, ich bin die ganze Zeit, ich muss gleich aber noch was anderes produzieren. Du kannst ja zwischendurch dann gehen. Und ich werde einfach mich dann wie so eine Elster fliege ich davon. Okay, da bin ich gespannt. Ich werde heute übrigens ein Let's Play anfangen, kann ich an der Stelle mal sagen. Mhm. Ich werde endlich mal wieder. Die Leute haben gesagt, wir sollen nur noch Let's Plays machen, wenn wir Bock drauf haben. Vollkommen richtig. Deshalb spiele ich ein Spiel, auf das ich auch richtig Bock habe, nämlich Monster Boy auf der Switch. Und der liebe Gregor wird mir noch zur Seite stehen. Das ist heute um 15 Uhr. Cool. Und ich werde es auch wirklich durchzocken. Hoffe ich. Und das wird. Du kannst es ja erstmal als Gaming anfangen. Du musst nicht schon als knall durchgenommen anfangen. Ja, aber ich bin mir eigentlich, ich hab's schon mal zu Hause ein bisschen angedacht und es ist genau, wie ich es mir vorstelle und ich habe da Bock, es sind so auch nur, weiß ich nicht, 10 bis 20 Stunden, also ist auch überschaubar. Ja, ist doch schön. Und ich habe da mega Bock drauf und deshalb freue ich mich mal wieder ein Spiel zu haben, wo ich ernsthaft auch sagen kann, da freue ich mich drauf. Okay, und ich muss es aber nicht unbedingt zu Hause spielen. Weißt du, wie ich meine? Okay, es ist nichts, wo du zu Hause unbedingt weiterspielen willst. Genau, es gibt ja oft, hat man so bei Let's Plays irgendwie dann, entweder man hat so Bock auf ein Spiel, dass man es dann aber auch eben in seiner Freizeit spielen will. Und so ist es genau die richtige Mischung aus, ich habe Bock, aber es reicht mir, wenn ich es hier spiele. Ich bin gespannt, ich werde da wirklich mal reingucken. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute nur darauf warten, dass du endlich mal wieder irgendwas anfängst und Spaß daran hast. gleich also Edes Let's Play und Nils als Animagus. Kra! Kra! Bin gespannt. Gleich nach der Werbung hier. Moin Moin. Willkommen zurück zu Moin Moin. Heute, der Ede ist jetzt doch, also ist ganz komisch, anders als angekündigt, Nils wollte eigentlich hier sein, der ist jetzt weg. Der Ede wollte eigentlich weg sein, der ist jetzt hier, ist aber, glaube ich, nur überrascht worden von der Kamera. Ich bin einfach zu langsam weggekommen. Ja, ich glaube auch. Und Budi, der bis eben verschollen war, ist plötzlich wieder aufgetaucht, stellt sich raus, er war in der Couch. Du hast dir da ein Büro eingerichtet. Ja, ihr nicht, oder was? Ja, naja, ich saß da die ganze Zeit. Didn't you read the memo? Don't you guys have phones? Ja, also ich habe mir auf jeden Fall schon anderes, das Couch hier, die Couch hier gesichert. Wie krass knallt denn bitte? Ja, was ist denn mit der Sonne los? Es ist, als ob die eine göttliche Entität irgendwas sagen möchte. Hört auf! Vielleicht will es dich auch mal blind machen, damit du endlich aufhörst mit dem, was du tust. Nee, reicht immer noch nicht. Alter Kretschmer! Bam. Da hat er in 20 Jahren Giga- und Medienkram aber gelernt, mit Licht umzugehen. Bam. Ja, jetzt ist voll dunkel, ne? Und so rot. Aber jetzt, also mein OCD verlangt jetzt, dass wir das hier auch runterziehen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Sonst wirst du wahnsinnig. Das hast du schön gemacht. Das ist doch schön. Schön gemacht. Jetzt, ja. Hab ich was verpasst? Alles. Hat, Nö. Ach na ja, also schon. Wir haben übrigens, sobald ihr nichts mehr zu erzählen habt, habe ich ganz viele Videos mal rausgesucht. Ja. Nee, wohl. Ach, es gibt so viele nette kleine Anekdoten, die man irgendwie raushauen könnte, heb dir die auf, dann gebe ich dir gleich eine zum drüber reden. Oh je, okay, alles klar. Eine hätte ich, aber davon gibt's kein Video. Oh nein, wie du dich freust. Oh, das ist alles. Oh Gott, Alter. Oh Gott! Ich muss jetzt schon kotzen. Geiler Move, ey. Oh Gott. Ich kann. Nein, es geht nicht. Okay, Triple Nipple.
Oh Gott, und da haben wir vergessen, dass da ein Intro ist. Ach, so schlecht. Ach, krass. Okay. Oh, ein bisschen, ich hab in mich gekotzt. Wir stimmen überein, dass wir nicht weiterkommen. Nein, können wir nicht machen. Ist ja auch aus GEMA-Sicht unmöglich. Triple Nippel. Ja, ja. Nee, wieso? Wir singen ja drüber. Wir können jetzt auch stumm schalten. Und vielleicht hat die Regie eigene Musik von uns. Vielleicht passt das ja. Wieso willst du? Du willst ich es zeigen. Ich trinke Es tut einfach so weh. Es ist knallhart. Es ist ein bisschen, was ist, haben wir Musik aus der super Regie? Unangenehm. 10,50 Mark? Okay, das wäre mir unangenehm, wenn das mein Sohn findet. Der Na, ist, aber ey, ich finde, ganz das ehrlich, die Chance, dass es eines Tages von Mitschülern irgendwie ins Gesicht geprügelt kriegt, ist recht hoch. Bei meinen Kindern auch. Der einzige Grund, warum ich mehr Kinder habe, ist, dass sie sich gegenseitig verteidigen können. Oh Gott, es wird immer schlimmer! Das ist ganz unangenehm. Ah, ich höre jetzt auf. Es ist wirklich ganz unangenehm. Nee, wir hören jetzt hier auf damit. Triple Nipple. Ich weiß noch, wie stolz wir waren, dass wir mal was anderes machen. Ja, naja, es war ja wirklich auch mal was. Wir sind ja wirklich. Wir haben uns immer. Wir hatten niemanden, der uns gesagt hat, was wir machen sollen. Wir haben uns immer eigenen Kram überlegt. Irgendwelche Städte aus Pappe und die haben die eigenen. Ja. Oder den Model-Tag oder was auch immer im PC-Bereich war. Die Duke Nukem Gedächtnispflanze. Man hat halt wirklich versucht, aus dem Nichts auch was zu kreieren. Ey, du musst halt jeden Tag. Jeden Tag 2 Stunden Live-Sendung ohne mehr oder weniger eine Redaktion. Ja. Das ist schon auch eine Herausforderung, da jedes Mal wieder irgendwie was zu finden, um die Leute zu unterhalten. Klar, du hattest die Spiele, aber Wir sind die Redaktion gewesen. Ja, ja, eben, das war, aber du weißt ja wenig geil, also über ein Jahr verteilt gibt's einfach nicht genug Spiele. Deshalb auch die Mod-Diskussion oder so. Ja, ist da, ja immer. Ne, was willst du machen? Nee, aber es war ja der Kernsatz, der wurde mir zumindest eingeprügelt, dass vor der Kamera ist im Prinzip nur nebenbei. Also sie haben auch mir sehr deutlich gesagt, du bist kein Moderator hier, sondern du bist Netzreporter. Das haben die aber nur dir gesagt. Ja, haben sie scheinbar wirklich, ja. Aber das war, vor der Kamera war nicht so wichtig. Ich habe noch von Georg Zahl so Moderationstraining bekommen, einmal. Da hat er mir die ganze Zeit übers Ohr, also das war das Training. Das war echt cool, es hat Spaß gemacht, der hat mir auch viel beigebracht, aber das war alles. Ansonsten habe ich nie was beigebracht bekommen, außer halt dann von euch. Ich hatte noch, aber also ich weiß nicht warum, aber ich hatte Training. Aber das gab es zu deiner Zeit, glaube ich, nicht mehr so. Ich genau. Hatte noch die Moderationstrainerin, die ihr hattet, die war bei mir auch noch für einen Monat oder so, 2 Wochen eher. Ja. Also das eigentlich auch alles, was ich weiß ich nur aus diesen 2 Wochen. Ja, und das war es halt so. Redaktionskonferenz, da waren wir selber, was habt ihr heute dabei? Dann wurde halt ein bisschen drüber geredet und wenn mal was war, dann hat man das dann einfach selber gemacht. Und diese Triple-Nippel-Anzüge, da sind wir zusammen zum H&M gefahren und haben uns halt für 15 C&A. Euro, C&A war es ja. Tatsächlich, H&M, ne? H&M konnten wir uns nicht leisten. Oh Gott. Vor allem, das haben wir von unserem, von dem wenigen Geld, was wir kriegen, haben wir das selber bezahlt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn wir einfach Bock hatten, das zu machen, haben wir gesagt, ja komm, fuck it, dann zahlen wir halt jetzt jeder noch 30 Euro für so ein Outfit. Keinen Cent noch mehr, wenn du das gepitcht hättest irgendwo und gesagt, ey, wir wollen das machen, so, die hätten dich einfach ausgelacht. Und weißt du noch immer, also an Halloween haben wir uns immer was überlegt, jetzt sind wir aus den Schränken rausgekommen, jeder hatte Verkleidung, wir haben uns wirklich immer Gedanken gemacht. Nur die 3 Biden-Video gemacht. Die 3 Biden, ab und zu mal auch was, da haben wir die ersten Videos geschnitten überhaupt, ja, das G-Team, solche Geschichten. Oh, ja. Also wir haben wirklich versucht, die Challenge war auch geil. Wir haben halt gemerkt, also in uns hat schon so ein gewisses kreatives Potenzial geschlummert und wir haben gemerkt, dass hier einfach nur sitzen und das Spiel spielen uns allen nicht reicht und man das eigentlich, wie es auch heute ist, eine riesen Spielwiese ist, dieses Medium, und dadurch, dass Zuschauer da Bock drauf haben, dass da diese Wechselwirkung einen natürlich auch noch zusätzlich motiviert. Nur man hat halt so wenig Möglichkeiten gekriegt im Rahmen dessen. Deshalb war ich ja damals so froh, als Late Nights irgendwann war, dass es nichts mit Gaming zu tun hatte. Weil da ging es wirklich nur darum, irgendwie lustig zu sein in irgendeiner Form. Wir hatten in jeder Folge, das war ja das erste Mal dann die erste Sendung im Prinzip, wo es fest eine eingeplante Matz gab bei Giga. Und das war immer, das war schon wow. Eine Matz. Und dann wollte wirklich jemand. Und irgendwann wollten halt die anderen Formate auch eine Matz. Aber wir hatten halt nur 2 Cutter in dem gesamten Laden und so. Und dann wurde sich wirklich drum gestritten und so um die Schnittzeiten und so einen Scheiß, ey. Oh Mann. Das ist verrückt, ne? Ich wollte vorhin was anfangen, als ich hier unterbrochen habe mit dem Video. Ja, ach, das ist einfach. Ich hab ja 8 Monate umsonst Praktikum gemacht.
erst 3 Monate und dann hieß es halt, da war ich bei Green, also bei der Nachmittagssendung, zum Todestag von Bruce Lee war, übrigens kam dieses Video raus, also von Moll hatte die Idee. Ah, so war das. Und ich war halt einfach neben Stu der einzige Asiate. Moll da. War ja auch im Stars-Bereich, genau. Und deswegen Bruce Lee und genau. die haben auch, das war auch der beliebtere Bereich, glaube ich, bei Giga. Das war schon einer der beliebteren. Ja, Daniel war halt auch sehr beliebt. Ja, war auch super, Daniel ist ein super, ich weiß noch, dass ich damals von vielen Leuten halt sehr beeindruckt war, weil die echt was konnten, jetzt Miri und Uta mal davon abgesehen, weil die waren ja eh die Hosts, aber auch eben dann Jochen, Jockel, ist bei Schuh, die Leute. Büsel, alle, es war echt eine tolle Zeit. Und Steven Schau war mal zu Besuch, das weiß ich noch. Das echt? War geil, ja. Van Moll hatte. Halt der Hammer. Weil Daniel van Moll hat Steven Schau ein Interview gehabt und der war voll geil. Ich stand hinter der Kamera und war richtig. Boah, ich glaube, das war auch Shaolin Soccer tatsächlich. Mann, ey, der hat mal echt eine geile Chance an sich vorbeiziehen lassen. Wenn ich das geahnt hätte. Die erinnerst du dich dann dran, die Adam Sandler Geschichte? Ja, auch da. Wo Adam Sandler da war, weil sein Management gedacht hatte, ey, NBC ist halt NBC und halt keinen Plan hatten, dass das in Deutschland ein Spartensender ist. Und der war wirklich, ich glaube, 3-4 Stunden war der da und ist da reingekommen. Ich werde das in meinem Leben nicht vergessen. Das ist einfach der größte Star, den ich je von Auge zu Auge gesehen habe. Und er ist da rein. Und der war so gechillt, wahrscheinlich war er auch stoned, aber der war einfach so locker drauf. Und der hat zu dem Zeitpunkt 20 Millionen Dollar pro Film gekriegt. Der Typ hätte Giga und alle, die da sitzen können, kaufen können. Also, und die hatten ja immer so Soapstars und Tokyo Hotel war da und weiß ich, und die waren alle immer so arrogante Spackos. Irgendwelche deutschen Chartstürmer, die dann da mittags jeder von denen war ein Spacko und arrogant. Adam Sandler war so laid back, der war so cool, der war so sympathisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Und alle wollten ein Foto mit ihm machen, aber es wurde gesagt, keiner soll ein Foto machen. Jeder hat dann so heimlich irgendwie versucht, doch irgendwie eine, hey, Adam, irgendwie ein Foto. Perspektivisch so hinstellen, dass man aus Entfernung nebeneinander steht. Das war so krass und der wusste überhaupt nicht, wo er da gelandet ist. Ja. Und der hat überhaupt nicht gerafft, was das ist. Weil, so, was ist das jetzt hier? Jetzt bin ich hier an dem Tisch in der Mitte, da wird Tekken gespielt. Jetzt ist der dran, eben war noch der dran. So, der hat überhaupt nicht gerafft, was passiert. So. Ach, das war krass, ey. Ich wollte eigentlich nur kurz erzählen, nochmal schnell zu Ende machen. Umsonst Prakti, dann habe ich das Volo bekommen. Und dann war es so richtig, für mich war das ein mega epischer Moment, so von wegen, oh Gott, Teufelskreis, so, ne? Cool, ich habe es geschafft. Ich verdiene ich verdiene überhaupt erstmal Geld, so, Punkt 1, ne? Und ich baue jetzt so mein Leben auf und ich darf jetzt sogar ins Studio ziehen, weil ich ja einen Platz da habe. Und dann saßt du und hast irgendwas gezockt und ich habe gefragt, ey, ja, ich bin der Neue, hier soll irgendwo so ein Schrank sein für mich. Und dann hast du wirklich, ohne hinzugucken, hast du einfach nur so gezeigt und weitergezockt. Und dann mach ich so diesen Sportschrank auf. Und da ist einfach nur Essensreste drin, die du da reingetan hast, weil du so faul warst in die Küche. Ja, Mann, Alter. Am Arsch, Alter. Doch. Nein. Einfach nur Teller und Essensreste. Wieso weißt du, dass das von mir war? Es, wie einfach was behauptet, was ich jetzt, womit ich mich dran mache. Das ist so gemein jetzt. Die Essensreste. Das ist meine. Können von jedem da gewesen sein. Ich glaube, wenn eine Sache klar ist, dann, dass alle Schränke scheiße aussehen. Unter eurem Tisch war es richtig geil, ey. Ey, das Schlimmste war auf dem PC-Tisch, hinter den Monitoren. Da war es das, was die Kamera nicht sieht, wo alles voll war mit Cola, die schon so eine gelbe, das war wie Bonbons einfach nur, so eine Kruste und da drin CDs, Hefte, einfach, es war eingefroren in dieses, für immer, wie so eine Zeitkapsel. Wisst ihr eigentlich, wie der Name entstanden ist, Giga? Das hat mir der Helmut Kaiser mal erzählt, der Gründer so, und der meinte, der hatte schon diese Idee von Internet, Fernsehen verbinden und hat seinen Sohn irgendwann am Rechner gesessen und der hat einfach nur auf so eine Floppy-Disk geguckt und da stand halt Giga drauf und dann hat er wohl gesagt, ja cool, ich nenn's Giga, fertig. Ich habe immer gedacht, warum nennt sich denn Giga wie diese Floppy-Disk-Marke oder so? Ich habe das nie gerafft, warum die eine Marke nehmen, die es schon gibt. Für mich war das genau umgekehrt. Ich habe gedacht, Giga, also ich habe voll gemerkt, dass Giga sich das geklaut hat. Aber heute denkt man nicht mehr an den Floppy-Disk, ne? Das ist schon das ist so, er hat es einfach geschnappt. Ja, Giga halt, ne? Giga, ja, okay, mache ich so. Bäh. Scheinbar geht das in dieser Welt so. Da gab es ja auch noch nicht Google, ne? Nee. Also, Google hat ja auch so einen Trend. Kein YouTube, kein Google. Obwohl, Yahoo gab es schon, glaube ich. Aber es gab ja diesen Trend dann in der New Economy, dass du halt so Namen hattest, die so griffige Lycos. Ja, genau. Irgendwelche Namen, die gleichzeitig auch ein Produkt sind, aber so wie sagt man, so Fantasy-Namen, weil eBay oder ja, ich weiß gerade nicht genau, was. Wo,
Life was cool. Ja, dass das Giga einfach schon so auch, glaube ich, ein guter Name war für diese Internet-Aufbruchsstimmungszeit. Ja, Gigabyte und irgendwie. Aber die ganzen Slogans, die haben auch gut gepasst, ne? Future's You, Follow the G, also das war schon alles, das war schon sehr, sehr kitschig irgendwie, aber zu der Zeit hat das gut gepasst, muss man echt sagen, so da im Nachgang. Wir vorhin drüber gesprochen, dass wie bizarr es eigentlich ist, dass die erst nachdem Giga nicht mehr relevant war, Twitter und Co. und Hashtags und all die Werkzeuge, die Giga perfekt genutzt hätte, sind dann erst erfunden worden. Und sowas wie Hashtag Follow the G oder The Future is You, das wäre zu Start von Giga genau so gekommen. Das wäre das Hashtag gewesen, man hätte das den Leuten eingeprägt. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Giga zu früh war oder ob Giga einfach nichts aus den Möglichkeiten gemacht hat, die sie hatten. Weil sie hatten eine Community, eine Plattform, sie hätten Videos machen können, sie hatten den ersten Webstream, sie hätten einfach in alle Richtungen expandieren können und sie haben nichts davon gemacht. Ich glaube, sie haben komplett in kleinen Kriegereien haben sie sich irgendwie zerfressen, zerfleischt. Ich glaube, also wenn man es runterbricht, ist es einfach, sie haben den Fokus auf Fernsehen gelegt und eben nicht auf eigene Software. Halt sie haben, sie anfangen haben, immer ins Fernsehen, ja. Genau, sie wollten, ja, das war, also es ist so ein bisschen auch die Diskussion, die auch in unserem Kontext auch nach wie vor stattfindet, so, was bist du eigentlich, Fisch oder Fleisch, Fernsehsender oder online, so, und man muss es ja nicht mal schwarz-weiß betrachten. Giga hat damals den ganz großen Fehler gemacht, aus meiner Sicht, dass sie immer versucht haben, halt beim Fernsehen mitzukonkurrieren, weil da war was, war es was Neues. Aber sie haben deswegen halt vollkommen verpeilt, wie wertvoll all diese Daten waren, die sie generiert haben. Das Gigaforum, alter Falter, da waren viele Leute unterwegs, da wurde regelmäßig geschrieben. Es gab ja Leute, die waren nur auf giga.de und guckten den Sender gar nicht. Also sie haben einfach nur auf dem Blog. Also genau. Sie haben den Wert von Communities natürlich total unterschätzt. Oh, aber ein Community-Sender. Ja, das, ja. Aber sie aber ja, das, naja, das Problem ist aber, dass sie auch nicht so richtig, glaube ich, wussten, wie sie es monetarisieren sollen, weil die fette Kohle war natürlich irgendwie im Fernsehen und online gab es halt Bannerwerbung und so weiter und so fort. Es gab aber ja alles. Aber ich glaube, es war einfach nicht so ganz klar. Das ist natürlich auch immer leicht, ich sage das auch oft, dass Giga Chancen verpasst hat, ist wahrscheinlich auch so, aber diesen Sprung von Giga als Streaming-Online-Community-Sender zu Facebook oder zu YouTube, da fehlen dann eben nochmal so 5-10% Innovation und Geniestreich, die eben zu dem Zeitpunkt dann auch nicht da waren. Oder vielleicht waren sie da und sie konnten nicht umgesetzt werden oder so. Also es ging ja gerade los. Ich kann mich noch erinnern, als StudiVZ dann kam. Ne, erinnert ihr euch noch? Irgendwie, das war noch, das war sogar noch Containerzeit, als plötzlich StudiVZ aufkam und wir uns alle da registriert haben. So, und wir lachen, weil es war ja damals alles Datingportal. Ja, exakt. Oh. Ja. Also, die Story erzählen nicht lustige Gruppennamen. Die haben nichts aus dem gemacht. Die ärgern sich. Ah, die haben richtig. Die haben StudiVZ hat auch richtig Kohle gemacht. Ja, StudiVZ, die haben Facebook. Okay, die haben alles richtig. StudiVZ hat einfach Facebook aus Amerika komplett geklaut, dann verkauft, glaube ich, an den Stern Verlag. Ich weiß nicht mehr, welcher Verlagsstern oder so oder irgendwie. Und haben da ist dann bankrott gegangen. Und da ist dann ausgeschaut. Da hatten die schon ihre Millionen auf dem Konto. Ja, gut, okay, dann mit einer komplett geklauten Idee. Also das war schon. Na ja, gut, aber auch Facebook ist geklaut. Also wie du es nimmst, ne? Ja. Der Einzige, der nichts verdient hat, ist der Typ, der die Idee hatte. Oder die Typen, die Ideen hatten. Aber die Dinkelwurst haben keine. Es ist einfach. Ich finde es, was Giga dann wiederum geschafft hat, und das heute ist ja der Beweis dazu, ist, die haben halt echt so ein Marken. Es ist halt wirklich interessant. Giga ist in Medienlandschaft Deutschland echt was Besonderes. Und das kennen halt auch viele Leute. Also inzwischen ist es natürlich so gefühlt noch stärker gewesen. Früher hat man immer von MTV und Viva gesprochen. Und plötzlich war da dieses NBC Giga. Wir haben uns immer wie die Oberliga gefühlt, während MTV und Viva die erste, ne, Champions League ist so. Ja, auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall der Bodensatz. Aber ich würde jetzt sagen, QVC. Ich würde sagen, egal was mit der... Ist so. Die haben ja auch so auf uns herabgeguckt. Ja. Naja, ist ja klar, Astro TV lief irgendwann, Sexy Sport Clips lief irgendwann, glaube ich, nachts. Oder nee, war das... Naja, wir hatten das auch, glaube ich. Nee, das war DSF, ich habe nur mal umgeschaltet. Dann nicht, aber wir hatten auch, wir hatten diese, das war die letzte Ära, da gab es doch dieses Strip. Da gab es abends so Strip-Sachen, die aber nicht richtig. Es waren nur Sexy Sport-Clips ist das. Nein, es war eben nicht Sexy Sport-Clips. Es war irgendeine CD, die B gekauft hatte und die Rechte daran hatte. Und dann lief das einfach immer. Doch, doch. Echt? Es war ganz peinlich, ganz unangenehm und hatte mehr Klicks, als mehr Views als alles andere. Ja, aber kannst du nichts machen. Die Menschen sind halt auch doof. Ich habe übrigens hier noch eine Sache, wo es bei uns gebrannt hat. Das ist ja immer ganz lustig. Ach, die Nummer.
Geht schnell. Au! Ich seh schon, jetzt ist es gleich vorbei. Gleich geht der Rauchmelder an. So. Nimm das Feuer. Jo, ach, da war ich schon weg. Hat sich doch gelohnt, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir haben doch den Kopf, ihr fängt alles an zu brennen. Alarm! Alarm! Und Silvester! Es ist Silvester. Und ihr hatten, aber ihr bleibt relativ cool. Das war ja auch ziemlich geil. Einmal, ey. Einmal! Das ist Einmal. Unsere Aufnahme Einmal. Einmal ist der Spitzname. Ja, genau. Also kein Mobbing hier, sondern das war wirklich ein Spitzname. Schön, ne? Ich glaube, alle hatten Spitznamen. Jedes Video. Zu dem Zeitpunkt war ich schon nur noch 2 Tage die Woche da, weil ich hatte ja über die Jahre so viele Urlaubstage angehäuft, dass ich nur noch 2 Tage die Woche arbeiten musste für ein halbes Jahr oder so. Der große Urlaubstagbetrug, das weiß ich noch, wie das war. Und zwar durfte man sich nie Urlaub nehmen. Es war fast immer unmöglich, Urlaub zu nehmen, weil, ja, aber wer soll denn dann, ne? Da kann nicht nur einer sitzen, es ist gedacht für zwei. Dadurch wurde dir immer suggeriert, du bist ein Spacko, wenn du dir Urlaub nimmst. Und dann hattest du über die Jahre so viel Urlaub, ich hatte 400-500 Urlaubstage und dann wurde der Laden verkauft. Und dann waren die Urlaubstage alle weg. Das ist so ein Betrug gewesen. Wenn ich das heute hochrechne, werde ich noch wütend. Ne? Und das, es gibt so immer viele Sachen, wieder irgendwas. Es war geil, es war schön, die Leute waren cool, aber immer wieder hast du auf den Sack bekommen. Immer wieder hast du gezeigt, hat dir die Medienlandschaft gezeigt, dass sie dich für ein Stück Dreck hält. Du hast echt, das hat meine komplette Image-Medienlandschaft geprägt. Bis heute möchte ich nichts damit zu tun haben. Es ist so. Genau diese Erfahrung hat. Ich habe so viele auch Erinnerungen an wie du nichts zurückkriegst, wie du dein letztes Hemd gegeben hast, wie du Leidenschaft, Blut und Tränen in dieses Ding gesteckt hast. Und nie was zurückgekriegt hast. Und der Höhepunkt war dann wirklich bei der Kündigung, als Nils und ich gekündigt haben und der Geschäftsführer ja schon wusste, dass wir haben ja gekündigt und eine Woche später oder 2 Wochen später ist ja Giga insolvent gegangen. Und ich meine, ich habe 9 Jahre da gearbeitet, war wahrscheinlich am Ende einer der besser verdienenden aufgrund der Länge der Zeit, weil ich nach 9 Jahren 2 Gehaltserhöhungen gekriegt habe. und ich hätte halt eine mega Abfindung gekriegt. Und ich weiß noch, wie wir in dieses Büro gegangen sind und kündigen wollten und uns gewundert haben, dass der uns überhaupt nicht widersprochen hat. Wir waren ja, Nils und ich, mehr oder weniger, wir waren die Gesichter des Senders damals mit The Show und so weiter. Und dann hat er 2008, 2009 war das, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, 2008 seid ihr rübergekommen. Und ich weiß noch, wie wir gekündigt haben und gedacht haben, oh Gott, ey, die werden uns den Kopf abreißen, dass wir zwei jetzt gehen, wo die irgendwie die Sendung und den Sender um uns rumgebaut haben und so weiter. Aber wir müssen da jetzt durch, wir müssen jetzt kündigen. Und dann gehen wir so zurück und 5 Minuten später kommt der Geschäftsführer zu uns ins Büro und sagt, ey Leute, wegen der Kündigung, ne, wenn ihr wollt, kann ich es auch direkt faxen, dann habt ihr es schneller schwarz auf weiß. Da hättet und, ihr. Und, ja. wir so naiv, wie wir sind, wir so, ja, das ist ja mega nice, cool, danke. Und das geht ja reibungslos, kein Stress mit den Leuten. Wir hatten ja euren Stress noch im Kopf, wie ihr, als ihr gegangen seid. Wir hatten echt Schiss, dass als wir gekündigt haben, dass das irgendwie mega schlimm wird. Ja. Und dann kommt der Chef rein und bietet dir an, deine Kündigung direkt zu Sky damals zu faxen. Und so. Und dann merkst du einfach so 1-2 Wochen später, ja, ist klar, du hast gekündigt, du hast kein Recht mehr auf deine Abfindung. Mhm. Was, ich weiß nicht genau, wie Abfindung ausgerechnet wird. Ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, aber es wäre 1, 2, 3, 4, 5-stelliger, auf jeden Fall ein mittlerer 5-stelliger Betrag gewesen. Trotz des schlechten Gehaltes. Mehr ja, trotz des schlechten Gehaltes. Ja. Und es ist einfach, das war noch mal wieder zum Artigkeit, die nicht hätte sein müssen. Und ich bin noch dann hingegangen und habe noch gesagt, Alter, wusstest du, dass der Laden dicht macht und, ja, und dann so, nein, wirklich nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, als Geschäftsführer, wie lange im Voraus sowas geplant und abgewickelt wird, der hat sich noch feiern lassen dafür beim Homesender, weil die hatten natürlich Schiss, dass Leute klagen, die mussten ja, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter abwickeln und dann kam ja noch so ein Anwalt und hat den allen ganz schlechte, egal, da wurde jeder Einzelne wurde mehr oder weniger um den Tisch gezogen und dann hat er sich noch dafür feiern lassen, mehr oder weniger, wie gut er die Leute wie er den Laden abgewickelt hat im Prinzip. Das war alles so, ach Gott, ey. Egal, ich will gar nicht drüber. Es ist Water under the Bridge. Ja. Du willst gar nicht darüber reden? Ja, es ist egal. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Ja, aber, lass uns, dass wir da echt Lehrgeld bezahlt haben über einen langen Zeitraum, ist gar keine Frage. Aber deswegen, auch heute okay, wir haben ja auch wirklich was mitgenommen. Die haben uns ja wirklich auch eine Chance gegeben.
Nur die Leute, die uns geärgert haben, haben uns nicht die Chance gegeben. Ja, es waren Leute. Das waren Leute. Wir haben es trotzdem gemacht. Ja. Trotz dieser Leute. Ja, und das ne, und sollte auch für uns natürlich dann die Lehre sein, aber vielleicht, also es ist aber auch schwer. Wir wollen ja eben genau nicht so sein. Also ich will nicht irgendwie Leute in die Piazza einladen, super kitschiger Kackraum irgendwie, und den Leuten öffentlich ins Gesicht lügen irgendwie, es ist alles ja, gut, toll. Das ist PR und Marketing. Ja, aber Bullshit. Einfach nur Bullshit. Wisst ihr noch? Nee, also das ist einfach, es ist ja auch, ne, vieles bei uns läuft halt auch nicht so rund, aber das ist halt meine Lehre. Dieses Piazza-Bild werde ich nie vergessen, wie die Anzugträger da oben standen und gesagt haben, das ist alles cool. Und dann runter, Betriebsrat gegründet, nächsten Tag alle gekündigt. Ja, das war das ist, was geht ab, wie, das ist also noch die, das schon die Endzeit. Der Betriebsrat gegründet wurde, da hast du dann gemerkt, dass die Bandagen härter wurden. Ich war bei den Gesprächen dabei und hast gemerkt, okay, also die Führenden haben null Bock darauf, müssen das aber supporten, weil es halt nun mal. Und da habe ich mir erstmal gemerkt, wie ambivalent das auch ist. Aha, okay, Betriebsrat und dann die. Und das ist so, du hast halt wirklich, du warst bei den Betriebsrat-Meetings dabei und hast irgendwie schon gesehen, so, Leute, das wird zu nichts führen. Der Laden ist, bevor ihr den gegründet habt, ist der Laden dicht, ne? Und so ist es auch gekommen am Ende, mehr oder weniger. Also der wurde nie gegründet, weil eben auch von, weil die Geschäftsführung keinen Bock drauf hatte. Die ist relativ rigoros reingegangen. Naja, also das muss man ja auch einfach sagen. Aber Leute, das ist aber auch, der Laden war halt immer, hat immer schlechte Zahlen geschrieben. Also ich sag jetzt mal, zumindest unterm Strich, sagen wir es so. Wir wissen ja alle nicht, wo die Kohle hinging. Aber ach, der doch. War nie wirklich ertragreich. Und immer der nachkam, musste den ganzen Mist des Vorgängers noch wegräumen. Und das ist halt so, von jedem Mal ist es immer ein bisschen ein Stück schlechter geworden. So hier der Tod durch 1000 Stiche. So war es leider bei Giga. Und das ist echt schade, weil das auch vielen Leuten, inklusive uns, so viel bedeutet hat. Also bis heute noch, wie oft mir Leute schreiben oder wenn man Leute sieht, die einem sagen, ey, Giga habe ich damals so gefeiert. Also das ist der Einstiegssatz. Die sagen nicht, ey, ich finde Rocket Beans cool, sondern ey, Giga habe ich so gefeiert. Mhm. Weil es gab nichts. Es gab wirklich nichts. Ich habe abends noch die Wiederholung geguckt. Ich meine, du kommst heim, du stehst um 3 Uhr, nee, du stehst um 1 Uhr, 2 Uhr auf, schaffst es gerade noch so um 3 Uhr zum Arbeitsbeginn auf der Arbeit, allein das schon. Mhm. Und dann arbeitest du bis Mitternacht, dann hängen wir noch bis 3 rum. Mhm. Und um 3 oder so 4 kam die Wiederholung. Die habe ich dann auch noch geguckt und dann bin ich so um 7, 8 ins Bett. Ja, ja echt. Und es ging euch wahrscheinlich auch. Ja, über Jahre halt, ja klar, logisch. Wir waren jung und wir hatten ja das. Es hat den Biorhythmus for life gefickt. Ich habe so einen ganz klassischen Alltag gehabt, irgendwie Wecker um 2 geklingelt, duschen, also 14 Uhr duschen und dann ganz klar Weg irgendwie ab, dann noch hier da zum was war das, Penny war das, mir dann das Mittagessen geholt, einfach hier so abgepackte Tortellini und Tomatensauce und Mikrowelle. Pepperoni, so, und das war's. Also, ja, genau. Oder El Greco. Aber El Greco war zu teuer. Das haben wir, ich weiß noch, wenn wir uns bei dir dann abends, nach dem Arbeitstag noch bei dir abgehangen haben und halt gezockt haben und wie wir uns dann echt Tiramisu-Schlacht, ne? Und es war halt geil, aber es war halt auch irgendwann einfach wirklich zu teuer. Also es war halt, ne, so, und oh, diese überbackenen Gyros und so und dann immer der Streit um die eine Gabel und so, ach, es war super, ey, war super. Mann, wir haben Tiramisu mit einem zerschnittenen Deckel gegessen, weil wir kein Besteck hatten. Weil ich kein Besteck hatte. Weil du hattest Besteck, es war nicht gespült. Ja, aber das war es war alles egal. Aber das war meine Wohnung war ja auch furchtbar. Wisst ihr noch, was das war? Dieser lange Schlauch mit diesem braunen Teppich. Und ganz am Ende waren dann mal 3, die ich dann in smarter Überlegung natürlich auch noch zugestellt habe. Die einzigen 3 Fenster. Eine furchtbare Wohnung. Heute frage ich mich echt, wie kommt man dazu? Warum sucht man sich nicht von Anfang an eine richtige Wohnung? Naja, aber wir waren einfach auch jung und einerseits unerfahren und naiv und auf der anderen Seite hat es uns auch einfach nicht interessiert. Es war einem einfach, das meine ich ja eben, in dem Alter ist dir einfach so viel Scheiß egal. Also das ist wirklich, ist doch alles scheiße. Du bist, weißt du, Hauptsache, du gehst am Samstag in die Altstadt und isst Mini-Pizza. Ich hab mich so, also ich wusste immer. Schweinebrötchen, Mann. Ich wusste immer, geil. Okay, wir machen kein richtiges Fernsehen. Aber ich fand das auch ein bisschen stolz. Ich war ein bisschen stolz darauf, dass es eben nicht klassisches Fernsehen ist, dass Leute, wenn sie es gesehen haben, mir gesagt haben, ey, das ist ja voll abgefunden, bist ja genauso, wie du in echt bist. So, das empfand ich immer als Lob. Und für mich war allein bei Giga zu arbeiten und zu wissen, man macht diesen Job, das hat mir so viel Ego auch gegeben. Also das hat mich enorm gepusht. Also jetzt nicht so, dass es unangenehm wird, aber es war schon, das hat mir viel gegeben. Mein Selbstwertgefühl ist daran enorm gewachsen. Einfach zu wissen, dass ich da irgendwas habe, wo ich hingehöre, wo ich 2 Jahre lang mindestens bin, ne? Weil das war ja so die Zeit, wo man auch Wohle und alles hatte, was ich ja dann nicht. Aber
Ja, man hat sich auch stark damit identifiziert. Und es waren natürlich viele Mitarbeiter, die alle leidenschaftlich waren und die alle auch stolz waren. Und man hat ja auch so, es war so ein positiver Konkurrenzkampf. Also jetzt nicht bösartig, aber man war auch immer cool, wenn auch bei den Leuten mittags, wenn die was Cooles gemacht haben, dann hat man sich gefreut. Weil man hat ja gemeinsam letztendlich immer diese Fahne Giga nach außen getragen. Und wenn es positive News gab oder wenn was Cooles passiert ist, ein cooler Gast war da oder eine coole Matz oder was auch immer, dann hat man das auch gemeinsam irgendwie gefeiert, bis es dann irgendwann eben nach Köln ging, wo diese meiner Meinung nach fundamentalen Werte verloren gegangen sind. Werte, aber gutes Wort. Aber ja. Bis dahin waren das eben genau die Werte, weshalb man ja auch, also wenn wir jetzt so sagen, Gehalt war scheiße und wir wurden geknechtet und so weiter, das stimmt zwar alles, aber wir haben es halt auch gerne gemacht, weil es echt eine geile Zeit war. Und man muss natürlich sagen, ich habe das immer so gesehen, im Gegenzug kriegen wir eine unfassbare Freiheit geboten, die eben auch kein anderer Moderator kriegt. Wir wären heute nicht hier und wir würden nicht das machen, was wir machen, wenn nicht auch damals die Leute gesagt hätten, lass mal die jungen Kerle da einfach machen. Ey, so. Es war angenehm. Wir waren froh, weil wir machen durften. Die waren froh, weil jemand die Arbeit schon gemacht hat auch. Sie mussten uns nicht viel reinreden. Aber es war halt echt neu, also die Regeln dafür zu bauen für so viele Leute, ne, das ging halt dann schlussendlich irgendwann nach hinten los. Aber ich sehe es genauso, Lehrgeld ist da, darunter ist das für mich abgepackt. Das, was du gesagt hast, dass es dir auch egotechnisch einfach auch weitergeholfen hat. Ich fand es immer faszinierend, dass wir diese Inszenierung, diese Überinszenierung nicht hatten, wie sie im normalen Fernsehen war. Ich bin ja damals zu Giga dann angestartet mit, mein Motiv war, ich will das Fernsehen kaputt machen. Deswegen fand ich Giga so interessant, weil Giga halt anders war als Fernsehen. Das war dein Motiv? Das war mein Motiv. Ich will das Fernsehen kaputt machen. Ja, ich fand Fernsehen voll scheiße. Du bist deshalb zum Fernsehen. Ja, weil kein Witz irgendwie, du kannst das System nicht irgendwie verändern, wenn du es nicht kennst. So aus dem Gedankengang bin ich dann dahin gegangen. So smart hast du damals schon gedacht, Buddy? Ja, da war ich 4. Warst du damals schon? Schauen wir doch mal. Ach, fuck off. Nein, schauen wir mal. Buddy. Bei dir kann man das Fernsehen kaputt machen. Ja, ihr seid mal laut. Ich habe noch eine Minute erhalten, denn ich werde euch ganz kurz die Nein. Der muss ja. Wo ich Kaffee kochen musste und für dich deine Schuhe säubern musste. Alter, die Stimme! Bin ich der Einzige, der hört was? Nein, weil du es ja nicht laufen lässt. Das ist nicht Buddy. Und alles andere halt. Und das hast du gut gemacht, aber nicht gut genug. Deswegen haben wir unten jetzt eine kleine Schulklasse. Die richtig, deswegen, ja. Und Patrick soll, glaube ich, jetzt im Anschluss dahin kommen. Also so, wie es gehört. Gleich. Aber mal hier Butter bei die Fische. Du kommst jetzt hier demnächst auch bei Giga Games live on air. Das hoffe ich. Also je nachdem, was passiert. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt kannst du nicht mehr raus aus der Scheiße. Okay. Das haben wir alle durchmachen müssen. Ja, aber... Stell eine Frage, lässt du nicht ausreden. Simon Kretschmer, bei der Moderation, meine Damen und Herren. Jetzt, was denn? Ich will Nils hören. Echt? Willst du? Ja. Nils hat der sagt, er muss das nicht. Jetzt hängt er im Chill. Komm halt rein. Du bist halt echt dumm, dass du da hinten sitzt. Achtung, Nils. Ach, da hinten sitzt er. Seit wann sitzt du da? Ich muss arbeiten. Ach, du musst arbeiten. Was macht der denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Nils arbeitet an sich. Das finde ich gut. Noch ganz frisch. Und weil die Sprachmuskulatur noch nicht ganz so ausgebildet ist und ich noch nicht weiß, welche Kamera gerade sendet, brauchen wir noch 1, 2, 3, 4 Monate, Jahre, bis wir fertig sind und hier mit einsteigen können. Ja, ne. Mann, das ist echt... Ihr seid alle Alter, anders. Ey, wir waren ganz schön nervös, oder Nils? Ja, ich weiß schon, Alter, warum ich da, nicht da ging mir konnte. Echt die fucking Muffe. So, das war echt. Ich kann mich erinnern an das Gefühl dieses Herzpochens, weil das habe ich nicht so häufig gehabt in meinem Leben. Also da war ich wirklich richtig flatternervös. So. Ich habe noch einen kurzen. Oh, weil wir drüber gesprochen. Denn heute habe ich ein Spiel, das ich, glaube ich, vor, darf ich nicht lügen, 15 Jahren zum ersten Mal gespielt habe. Das heißt, den Vorgänger habe ich vor 15 Jahren. Schatz, ich bin wieder da. Ja. Hast du Brötchen mitgebracht? Nein! Giga Green. Die Games-Parts bei Giga Green fand ich sind auch nochmal erwähnenswert. Weil man hatte wie viel? 3 Minuten? Manchmal hatte ich 2:30. Was willst du denn da machen? Und dann immer diese Tekken-Matches gegen irgendwelche C- und D-Promis. Gegen Jean Reno oder wer halt gerade da war. Du hast. Gegen Jean Reno? Mit den weißen Haaren, wer war das nochmal? Du kannst ja, Götz Altmann. Gegen Götz Altmann. Du hast das ja geil. Du hast gegen Götz Altmann Tekken gespielt. Das ist auf jeden Fall. Da war ich sehr neidisch. Aber ich habe vergessen, wie der andere heißt, der auch Werbung macht mit der Piemont-Kirsche. Mit den weißen Haaren, er kennt den. Ach Mann, natürlich. Nicht Jean Reno. Mann. Jean Pütz? Nein. Nee. Mann. Nein, aber ich wette sogar, Jean Pütz war da. Ich könnte schwören, dass Jean Pütz auch. Mann. Sky Dumont. Ja. Sky Dumont.
gegen den hast du, glaube ich, mal gespielt oder irgendwas. Keine Ahnung mehr. Aber diese Leute, ne, die haben wir mit Thema Games in Kontakt gebracht und die haben sich nicht so geziert, wie man sich heute manchmal zieht. Aber das Lustige ist, wir waren ja auch richtig gut. Wir haben ja auch privat sehr viel Tekken damals gespielt. Und wir waren richtig gut. Und du warst immer so vor der Situation, dass du da mit irgendeinem Typen spielst, der keinen Plan von dem Spiel hat. Das finde ich sehr lustig. Und hast dann überlegt, soll ich ihn jetzt platt machen oder soll ich ihn gewinnen lassen? Und du hast ihn platt gemacht. Ich habe ihn meistens, aber weil es auch fast schwerer war, ihn gewinnen zu lassen, also weil die halt nichts gerafft haben und irgendwann warst du einfach zu dumm, dann hast du halt einfach umgehauen. Ja, die hatten ja auch meistens keinen wirklichen Ehrgeiz. Ey, eigentlich komisch, immer jemand wie Adam Sandler wäre doch dann perfekt gewesen für ein echtes Mal, weil ich glaube, der hat wirklich. Der hat auch gezockt. Der hätte einfach mit Happy Mörling Gilmore live im Studio machen sollen und gucken, wie viele Sachen er kaputt machen kann. Alternatives Universum, alternative Zeitschiene. Wir springen jetzt 20 Jahre zurück und wir fangen jetzt bei Rocket Beans an. Wir würden den Laden hassen, oder? Wir würden, aber gleichzeitig auch wiederum nicht, weil es gibt die Freiheiten hier. Wenn ich jetzt mal vergleiche, man hat schon die Freiheiten. Klar gibt's auch Regeln und es gibt auch Leute, die diese Regeln enforcen, Strukturen sichern. Also wir haben ja auch Chefs, aber ich glaube, dass zumindest, wir reden jetzt hier über uns selbst, aber ich glaube, dass wir von oben nicht sonderlich viel Druck in die Richtung ausüben, so wie es bei uns teilweise damals war. Aber das ist ja vielleicht. Aber wir sind noch nicht so alt. Wir sind noch nicht an unserem eigenen Gewicht kollabiert, so wie Giga. Ja, wir haben auch hoffentlich noch nicht unsere Höhepunkte hinter uns. Insofern haben wir noch mehr getan. In den letzten 20 Jahren haben wir die schon ziemlich häufig hinterfragt. Meint jetzt nur Rocket Beans. Ja, das stimmt schon. Nee, echt, also, ey Mann, wie jung und fresh und energiegeladen da man noch war. Das war schon echt krasse Kacke. Aber was haben wir heute immer noch? Wir sind ja immer noch super fresh. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass man sich auch, man denkt, man hat sich nicht verändert, aber dann doch von der Stimme bis hin zu den Augen irgendwie ist alles dann doch ein anderer Mensch. Ja, echt, ey, ohne Gott sei Dank. Aber das ist ja das Lustige, deshalb, wenn ich so über junge Menschen abhate, dann hängt das natürlich auch mit viel Selbsthass zusammen, den ich auf mein jüngeres Ich projiziere. Und ich muss aber auch an der Stelle sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt Leute sehe hier, die bei uns arbeiten, die so in meinem Alter sind wie damals, dann muss ich sagen, wow, die sind schon viel, viel weiter und reifer und irgendwie smarter und intelligenter. Auf jeden Fall. Ich war halt auch echt mega der Dumbass und unsympathischer Spasti. Und ich kann, und deshalb denke ich mir halt, ja, so ein Anfang 20-Jähriger. Ja, du hast recht. Der jetzt schon cool drauf ist. Nicht jeder ist so, aber das ist dann so, ey, überleg mal, du hast noch 15 Jahre Entwicklungszeit und Reflexion und Fehler und Fehltritte und Erfahrungswerte Krisen. Und Krisen, die dich noch formen werden. Und ich will nicht damit sagen, dass es jetzt so viel besser ist, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen, man lernt natürlich schon auch was im Leben so dazu, auf vielen Ebenen und das merkst du dann halt eben. Ich glaube auch, wir sind alle viel weniger leicht entzündlich, sage ich jetzt auch mal, auch wenn das auch wieder schwer zu glauben. Aber man hat was gelernt in der Zeit und weiß auch, wie man das umsetzt. Man hat vor allem viel über sich selbst gelernt, weil man in Extremsituationen sich selbst begegnet und dann irgendwo weiß, wo muss ich eventuell an mir arbeiten auch. Ja, und ich glaube, das macht man auch unbewusst. Selbst wenn man sich nicht vornimmt, an sich zu arbeiten, ist man einfach anders 15 Jahre später. Natürlich, das Absurde eigentlich, aber an Giga, und das verbinde ich ganz explizit mit Giga, ist eben auch die Erwartung und auch den Anspruch, jetzt einfach da zu sein und das Beste in diesem Moment zu machen, wenn die Kamera rot ist. Also wirklich live zu sein, authentisch zu sein. So. Und ich meine, es ist ein sehr dehnbarer Begriff, dieses tolle Authentizität. Ne? Wurde im YouTube-Kosmos ja auch immer wieder aber seit echt langer Zeit machen wir genau das. Kamera an, labern, einfach raus. Damals halt unterteilt, thematisch eingenordet irgendwie, 15-Minuten-Takes, okay. Aber das machen wir sehr lange. Also das ist so, Domian hat es vielleicht länger gemacht in so einem Live-Format. Wisst ihr, was ich meine? Aber so viele gibt es eigentlich, glaube ich, im Deutschsprachigen nicht, die ohne Großinszenierung das so oft gemacht haben. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die mehr live Kamerastunden in Deutschland vom TV haben, als wir. Ich habe das damals schon ausgerechnet, weil ich auch, weil man ja wirklich fünfmal die Woche, 2 Stunden, das ist eine Menge. Und nur Morningshow-Moderatoren könnten da rankommen. Ja, stimmt. Und aber die wechseln halt auch mal nach 2 Jahren. Und die haben, und ich glaube, ich meine, das ist nun nichts, worauf man jetzt stolz sein muss. Ja. Heute hast du wahrscheinlich Streamer, die uns da einholen oder so. Aber wir waren schon mit, die am meisten Live-Content gemacht haben.
Ja, jetzt mit Rocket Beans wieder. Wir waren ja 8 Jahre bei Game One irgendwie raus, aber da, ja, es geht. Ja, nein, natürlich, ja. Aber auch vorher, also auch du hast 9 Jahre, gut, ja. Ich glaube, bei mir waren es 5 Jahre. Jetzt die. Diese 500 Urlaubstage stimmen auch nicht ganz, waren wahrscheinlich rechnerisch eher 300 oder so, weil ich war ja nur 5 Jahre da. Das ist trotzdem viel. Aber es waren trotzdem sehr viel. Überleg mal. Es war auf jeden Fall ein Jahr Urlaubs ungefähr, ne? Also es war so, wenn es runterrechnet, war es locker ein Jahr. Und halt bezahlter Urlaub. Bezahlter Urlaub, ne? Einfach nehmen könntest, 250 Urlaubstage oder so, weiß ich nicht. Naja, gut. Ja. Also wenn es irgendwann mal, ne, wissenschaftliche Arbeiten über Personenstörungen, also Charakterstörungen gibt, verursacht durch Livestreaming, dann hat man mit uns, bei uns ja. Muss einfach nur bei YouTube einfach unseren Namen eingeben und dann kann man den gesamten Verlauf sich angucken. Ja. Also weil so viele gibt's halt noch nicht. Und überleg kurz und Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das an ist. Willst du erst mal reden? Ich finde es nur, das verbinde ich halt auch mit Giga, ist halt diese Leichtigkeit eigentlich, aber eben das auch als Handwerk zu verstehen. Ich kann mich noch erinnern mit hier beim Fernsehpreis, da kam noch die Redaktion rum von Leute heute. War das Leute heute? Ja. Ach ja. Ja, das war Leute heute. Ja. Weil sie uns im Recap des Fernsehpreises rausgeschnitten haben. Weil sie uns nicht kannten. Und einen Shitstorm einen kleinen gab. Gab es einen Alibi-Bericht. Aber ich meine, auch da konnten die Leute, die kommen ja auch nichts dafür. Ne? Aber das war, ich fand das ganz bezeichnend, weil sie hat es handwerklich, sie macht das schon seit 20 Jahren auch. Also sie kommt, hat eine andere Schule gehabt und sie hat nicht verstanden, dass man sowas nicht inszeniert. Also dieser Klassiker, den wir auch schon 1000 Mal mitgemacht haben, jetzt geh mal bitte da die Treppe hoch und tu mal bitte so, als ob du arbeitest. Und dann dieses Inszenierte, die kennt diese Form gar nicht. Die weiß, das geht nicht in ihr System rein. Und ich weiß noch, wie ich versucht habe, ihr das zu erklären und sie hat instant abgeschaltet. Sie hat das abgeblockt. Das ist, das ist krass. Ja, es sind ja wirklich auch zwei völlig unterschiedliche Tiere, ne, irgendwie. Das, was wir machen oder Giga, dieser Giga-Style, das, was heute alle machen, dieses Authentische und Fernsehen ist ja wirklich wie Yin und Yang. Das sind ja komplett unterschiedlich. Ich finde, genau wie bei Yin und Yang ist ja auch der Grenzbereich das, wo Dinge passieren. Da, wo du dich ein bisschen unsicher fühlst, wo du dich vielleicht ein bisschen vorbereiten musst, weil du ein bisschen Fernsehen machen musst, aber auch gleichzeitig ein bisschen riskieren musst. Du kannst nicht nur dich von A nach B hangeln, wie ein Kerner, der jetzt nicht viel riskiert, wenn er da irgendwie moderiert. Also, in diesem Grenzbereich, finde ich, wird's immer interessant und, also ich bin eigentlich sehr stolz darauf, auch was wir bei Giga schon damals an verschiedenen Sachen gemacht haben. Wir haben ja auch mal Awardshows gemacht. Wir haben versucht, eben im Englischen heißt es Push the Envelope. Ich weiß noch nicht genau, eben noch einen draufzusetzen. Ne? Immer noch, noch was. Es ist vor allen Dingen, es ist schon so lange her, dass teilweise, es klingt auch so ein bisschen jetzt selbstbeweihräuchern, aber fuck, es ist Giga-Geburtstag und das machen wir halt jetzt mal ein bisschen. Aber wenn ich sehe, Sport 1 gründet einen E-Sport-Sender und sagen, sie sind die Ersten, die E-Sport ins Fernsehen holen, wo ich dann einfach nur denke, okay, Leute, es ist dann wohl einfach, die Pionierarbeit liegt schon zu lange zurück, als dass sie noch als solches anerkannt wird. Du kannst einfach mittlerweile irgendwas behaupten. Ja, so, ich mache einfach, wir sind aber auch die einzige Fußball, Bundesliga ist ja auch die einzige Fußball- Sendung im deutschen Fernsehen. Ohne Scheiß, echt? Das sollte die überhaupt nicht. Aber ich finde es halt lustig, weil wir haben halt E-Sport gemacht vor 15 Jahren, ihr Fucker, Alter. Und jetzt kommt ihr und auf dem Höhepunkt des E-Sports und versucht irgendwie was zu erzählen. Alter, gebt doch den Leuten den, ich will doch gar nicht, aber das bisschen Credit. Aber das gehört sich einfach so, dass man Respekt den Leuten zollt, die irgendwie auch den Weg geebnet haben. Und das ist einfach was ich nicht verstehe. Aber so gut. Geht's mir ein bisschen, wenn ich versuche, Let's Plays bei Giga zu verteidigen als Pioniersleistung. Da sagen dann noch immer alle, ja, das bilden die sich ein. Aber mir hat noch keiner einen Link geschickt, wo jemand das vorher gemacht hat. Also früher als die 2000 Games Aktuell hat halt auf CDs Videos Games gepackt. Nee, nicht Games Aktuell. Welches Magazin war das nochmal? Ich Idiot. Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist ein Let's Play, ist wenn du halt ein Spiel spielst, von A nach B mit einer Facecam und vor allen Dingen auch bis zum Ende. Dasselbe hatten wir mit Final Fantasy zum Beispiel. Oder ich habe es diverse Male auch gemacht. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß ja sogar, dass das eigentlich in irgendwelchen Internetforen Something Awful oder so als ich weiß noch, wie das damals anfing, ne, dass jemand einfach Videos gepostet hat, wie er ein Spiel spielt und es kam mega an. Mhm. Und ich weiß, dass das da anfing, aber trotzdem waren wir die Ersten, die das populär gemacht haben, ne, und also, was ich damit meine, ist, diese eine Sache, gebt uns doch diese eine Sache. Ihr habt gehört, wir haben kein Geld verdient. Wir haben keine Karriere gemacht. Wir sind, in keinster Weise haben wir was davon gekriegt. Außer natürlich, dass wir Buddies sind und heute mit Rocket Beans unser Ding machen können.
Aber gib's doch, lass uns das doch diese paar Sachen. Die erste Late-Night-Sendung mit zwei Moderatoren, die zum ersten Mal. Das war Schmiteinander. Porno oh, das Deutsch. Miteinander war richtig. Ja, aber nicht gleichberechtigt. Das ist das der Unterschied gewesen. Na, Schmidt doch. Hatte den kleinen. Das war Sidekick. Ja, aber Schmidt, bei Late-Nights genau. war ihr auch nicht gleichberechtigt. Nils war ja schon deutlich der Stärkere. Darauf wolltest du hinaus. Mann, das ist gut. Aber ich dachte, ich war schon zu sehr eben. Nein, Buch, komm, gib mir den. Jetzt gib mir den. Nicht recht. Zeig mir Respekt. Das stimmt. Was soll ich sagen? Naja, ich habe auch nicht auf. Ich aber, aufzollen. Nee, aber es ist ja auch letztendlich. Das Ding ist ja, ich weiß ja auch, wo ich geklaut habe und ich weiß, wo ich nicht geklaut habe. Insofern kann man da ja auch dann ehrlich sein. Aber wir hatten ja auch schon hinter den Kulissen auch schon Meetings mit anderen Produktionsfirmen und Leuten, die einem dann immer klar machen wollen, ja, sie haben ja die gleichen Ideen, damit sie nicht etwas von dir nehmen müssen oder sich bei dir um irgendwas bewerben müssen oder so. Aber ist egal. Am Ende des Tages ist die Summe aller Erfahrungen, die positiven wie die negativen, führen letztendlich zum Jetzt. Und ich bin sehr stolz auf das Jetzt und ich bin sehr zufrieden eigentlich in meinem Leben. Wirklich. Und gucke auch zurück mit einem Lächeln, auch wenn man jetzt mal hier sitzt und auch mal nicht so schöne Episoden erzählt oder auch mal Frustmomente erzählt, aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt auf eine 18-jährige Karriere mehr oder weniger vor der Kamera zurückblicken, was alleine schon krass ist, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich meine, 18 fucking Jahre und ich kann behaupten, dass ich größtenteils immer mir treu geblieben bin und es geschafft habe, in 18 Jahren Fernsehen- und Medienbranche Sachen zu machen, zu denen ich zumindest zu dem jeweiligen Zeitpunkt gestanden habe, auch wenn ich vielleicht rückblickend was anders machen würde, aber wo ich sagen kann, in einer gewissen Form eine Selbstverwirklichung geschafft habe. Vielleicht nicht die große Kohle oder die ganz große Berühmtheit, aber dann, wenn ich so sehe, wer die große Kohle und wer die große Berühmtheit erlangt hat, muss ich auch sagen, bin ich nicht so traurig, weil ich habe euch Jungs. Und am Ende eine Lüge. Nein! Ist überhaupt keine Lüge. Es ist, mein, es ist, ey, Andre, es ist ein bisschen eine Lüge, nein. Weil ich natürlich schon gerne die große Kohle hätte. Aber davon abgesehen, was ich wirklich ernst meine, 100%, ist dieses, dass man immer noch einfach auch so eine gewisse Bodenständigkeit und so eine Normalität, sofern das geht, in diesem crazy Business und so weiter. Aber ich kann immer noch zum Bäcker gehen, ich kann immer noch Bus fahren, ich kann ins Kino gehen. Ich muss mir keinen Kopf machen, wenn ich mit meinem Kind irgendwo hingehen kann. Ich muss nicht irgendwie Sachen retuschieren und so weiter. Ich habe keine scheiß Paparazzis und so weiter. Ich kann mit euch über alles labern und so weiter. Wir sind, klar gibt es mal Momente, wo es scheiße ist und so, aber generell ist das, finde ich, nicht selbstverständlich, so lange in so einer Öffentlichkeit zu stehen und gleichzeitig aber noch einigermaßen normal zu, einigermaßen. Wir haben alle unsere Knecken, aber die haben auch Menschen, die nicht in dieser Branche arbeiten. Das vergisst man gerne. Und insofern ist ja nicht so, dass es nur Arschlöcher beim Fernsehen gibt. Es gibt auch Leute, die sind Arschlöcher, obwohl die noch nicht einmal vor der Kamera waren. Insofern man braucht keine Kamera. Wenn man vom Teufel spricht. Da geht er wieder. Also, wie gehst du denn jetzt? Du bist alles gar kein Sinn. Nein, ich mach hier die Kamera, damit ihr wieder im Two-Shot seid. Das macht doch total Sinn. Guck mal, jetzt kann die Regie euch beide wieder nehmen. Der Mann, den müssen wir uns warm halten. Habe ich übrigens bei Giga gelernt, ne? Als ihr da immer nur eure Videospiele-Sachen gemacht habt, habe ich mir auch gedacht, so, oh, das ist eine Regie und das macht Kamera, also habe ich alles gelernt. Das kann ich auch noch erzählen. Ich hab, das hat mir Schneiden beigebracht, Giga, unbewusst, weil die haben mir erlaubt. Schneiden oder Ritzen? Close to home. tiefer Gag. Ja, das ist ein guter Gag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, exakt. So. Ja, ist ja, ja, schneiden. Ist ja gut, alles geht. Oh, Headspace. Er kommt nur so, nee. Ich habe alles gelernt, Timo. Immerhin in alles die richtige Richtung, ne? Wolltest du nicht eine Geschichte erzählen? Ja, ich warte noch, bis alles fertig ist. So. Ja, und zwar habe ich dann damals diesen Manager gehabt, du hast das ja vorhin schon beschrieben, der übrigens nach einem grandiosen Elvis Presley-Auftritt kam. Zu mir und meinte, warte mal, Simon ist Elvis. Ach, stimmt. Oh, warte mal. Alter, ich, ja, die stimmt, du warst der Erste, der ein Management hatte, ne? Von uns Vieren jetzt. Hey, ich bin zu doof. Beziehungsweise auch der Einzige, der jemals ein Management hatte. Okay, ich bin froh, dass, wenn ich Simon Elvis, doch, es ist tatsächlich einer der Ersten. Ich weiß genau, wo das war, Simon. Das war im Green Studio. Ja, und ich habe euch gestern gefragt, hatten wir... Was sollen wir machen? Gesangskram, Karaoke. Und es hieß Simon, was willst du machen? Manch Elvis? Und ihr den Song. Habt am Ende gab es einen anderen Song. Was natürlich machen wir also komplett alles, das ganze ganz Idee von Karaoke zerstört. Jetzt gibt es unseren Simon alias Super Elvis Presley. So.
Jailhouse Rock, live gesungen. Und dann ist zwischendurch auch noch der Text hängen geblieben. Welches wolltest du denn? Und das war einfach voll unangenehm. Ich weiß es nicht mehr, das weiß ich heute nicht mehr, aber es war nicht Jailhouse Rock, weil ich das nicht kann. Es ist so. Mach mal Vollbild. Danach hat mich jemand von ProSieben angerufen und hat mich unter Vertrag genommen. Aber die Sonnenbrille, die kenne ich noch. Ich glaube, die Sonnenbrille gibt's heute nicht. Ich kann er nicht. Jetzt geht er aus sich. Jetzt hat er den Charme überwunden. Ja. Jetzt unleash the Kraken. Und das Geile ist, jetzt gleich versuche ich den Blame zu teilen und gehe zu Leuten. Du siehst, das ist die Leute, super unangenehm. Die Leute krampfhaft versuchen, mir zu entkommen. Es wie der Text auch auf all den Monitoren ist und ich ständig umdrehe. Ich will teilen und. Das ist Jochen. Oh Gott, es ist wirklich, ja. Wirklich weh, ey. Und der Typ hat mich direkt unter Vertrag genommen. Kam dir nicht irgendwie komisch vor? Nein. Ich weiß, ohne Scheiß, das ist durch die Schamwelle hat die Information, was ich eigentlich erzählen wollte, komplett aus meinem Gehirn getilgt. Aber schön, dass wir hier enden jetzt. Das ist Jochen. Wie lustig, das war Jochen im dann Update, am Anfang Update und später Giga Real, der Politikbereich. Oh, knallhart. Ey. Oh, ist das unangenehm. Ganz ehrlich. Jetzt sind wir alle. Aber das ist echt, oh Gott, das ist wirklich unangenehm, Simon. Das ist wirklich körperlich unangenehm. Ja, Mann, ich weiß es doch. Ja, aber ist schön. Also? Was, aber vor allem nicht mal meine Schuld. Hey, willst du Karaoke machen? Wir haben deinen Song nicht und der Text geht nicht richtig. Viel Spaß. Ja, aber wenn du sowas willst, dann kannst du auch das Giga Games Ballett, erinnert ihr euch noch da? Die Schaffenskunst. Ja, da war ich nicht dabei. Sei froh. Oh Gott, das war so das, wo wir gedacht haben, okay, das ist mal was anderes. Und es war halt wirklich so. Die Mondenschau. Der erste oder das zweite? Die haben so ein scheiß Fotoshooting gemacht, was auch richtig schlimm ist. Das ist die Geburtsstunde. Das ist so schlecht. Mal wird das sozusagen Giga Games Ballett für euch auftreten. Und wir fangen jetzt an mit unserem ersten Stück vom Giga Games Ballett. Viel Spaß. Das ist uncool. Boah, ist das uncool. Der Konsolenbereich macht so ne. Ihr macht's schief. Guck mal hin. Ja, du hast einen One-Job. Mein Jörg hat auch. Scheiße. Jetzt kannst du auch nicht sehen, ey. Oh, du sind so. Volles Ballett, Alter. Und jetzt kommt's. Achtung. Oh Gott, ich muss. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann da nicht hingucken. Gib mir bitte. Please, sir, meine Familie. Das war's. Richtig geil, ey. Der Grund des großen Erfolgs. Alle zwei. Ich mach's mal an. Zwei Nachfolger. Das ist doch scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war zum Abschied von mir. Was habt ihr gemacht zum Abschied, als ich Giga eSports dann gemacht habe und bei Giga Games raus bin? Das weiß ich doch. Da habe ich mich auch gefreut. Ja. Das war alles süß. Direkt der Anfang schon verkackt. Ja. Alles geplant. Falsch. Der Micha. Was ist. Das war's? Nee. Ja. Oh Gott, da hatten wir so zwei Gäste, die. Wenn wir da sind. Und noch so eine Schauspielerin. Ich kann das nicht. Und jetzt machen wir es. Erst wenn wir überhaupt nicht was los ist. Okay, bist du bereit? Nein. Dann wieder anfangen. Also, jetzt noch nicht, erst wenn wir da stehen. Los, jetzt. Oh, ist das alles so unangenehm. Ich kann das nicht. Nein, stehen! Okay. Spätestens jetzt kann die Musik starten. Ist doch schon tot, Alter. Warum machen wir das? Ich weiß es gut, seht das doch mal bitte an. Haben wir das eigentlich? Oh Gott, und dieser Blick, die denken sich alle noch, alle kommen hier schweigen. Ich glaube, das war der Moment, wo ich angefangen habe, einfach Sachen wegzulachen. Du bist ja nicht mal dabei. Ich saß da auf dem Sofa und hab zugeguckt. Warum bist du denn da? Ja, auf dem Sofa, hab Sachen weggelacht. Ja, weil ich das nicht verstanden habe. Ach Gott. Ja, das war wie gesagt die Verabschiedung für uns. Wir sind zu Giga eSports gegangen. Ja. Wir haben Giga eSports gemacht. Hast du schon alles verdrängt. Alles verdrängt. Das Sport war ganz geil. Eine Sekunde zu lang. Das Sport war aber schon ganz geil. Ja, das war schon gut. Daran müssen sich alle Verabschiedungen messen lassen.
Oh Gott. Sowas. Ui. Wenn Merkel geht, Zapfenstreich. Das wär nicht. Wieso nicht das? Schlecht. Hm? Hat noch jemand was Peinlicheres als das? Wir können ja versuchen, ein Spiel daraus zu machen. Was Peinlicheres als das? Das ist schon top-notch. Das ist schon richtig hardcore. Das ist richtig. Muss ich auch tatsächlich lange nachdenken. Mach mal Halloween, ist auch immer ein Garant. Oh, die Halloween-Sendung, da haben wir uns die waren in die Schale gut, ne? geworfen, ne? Oh, die waren schön. Na, guck mal da, können wir mal schauen. Das G-Team ist halt echt, genau, den habt ihr aber schon gezeigt, oder? Ey, ich überlege gerade, ja. Ey, wir haben so viele, gibt's ja richtige Folgen. Okay, was soll ich machen? Den ersten ist? Es geht 1:30. Oh, komm, wir gucken mal ganz kurz rein. So war das damals. Warum ruckelt das so? Und dann. Das sind die Schränke, wir haben vorhin da. Genau, da waren die Essensreste drin von Eddie. Nein. Vielleicht waren sie auch von uns allen. Das ist doch von der Inszenierung an. So das ist super, oder? Ich hab's anders in Erinnerung. Das ist Mark Merlin. Auch immer derselbe Quietsch-Sound. Ja. Sehr gut. Carsten. Nee, das bist du, Simon. Carsten Konze. Ja, mach, ich seh's nicht so gut. Jedes Mal die gleiche. Und das macht's echt besser. Ist das für dich? Das war alles. In seinem scheiß Radioaktiv-Anzug. Mann, ey. Oh ja. Okay, es ist ja auch geht wieder Ballett. Nicht ohne, ne? Es ist immer Ballett. Ballett geht immer. Das ist doch ganz geil. Das war komm, ist doch nett. Das ist ganz geil. Ey, das war lange, bevor man so einen Quatsch gemacht hat. Wir haben alles erfunden. Achtung, geh mal. Quatsch erfunden. Oh ja, stimmt. Ja, und deutschen Untertitel, also und so war das dann. Die ganze Beauty 2003, passend zu Halloween, nehme ich drinnen. Okay. Ich habe da Probleme. Irgendwie mit den Schläuchen. Kannst du mal, warte. Was machst du denn? Das ist super. Das war gut. Das ist gut. Slapstick. Ach Gott. Ich habe irgendwann im Reddit war, Eddie sieht dich beim 10-jährigen Jubiläum, siehst du dein Video? Ja, mein Casting-Video. Aber das dann, ist dann, so dann, nee, es wurde halt, ja, aber es wurde gefordert, dass du das Video, wie du dein erstes Video siehst, halt nochmal siehst. Also Meta. Das Ding ist ja, dieser Zusammenschnitt ist ja fake. Der wurde ja nachträglich zusammengeschnitten und bearbeitet und Geräusche ergänzt. Deshalb finde ich es nur halb so cool. Ich hätte lieber gerne gesehen, wie es wirklich gewesen wäre, anstatt einen noch zu meinen Ungunsten zusammengeschnittenes Schmatz-Festival. ja, ich habe halt, ja, klar, natürlich. Hab halt viel geschmatzt, so was euch sagen. Ja, aber ich bin ja auch in dieses Casting gegangen mit einer Attitude, die ja nicht, ich habe mich ja nicht vorbereitet. Ich war ja eigentlich zu Besuch, den Thomas damals besucht, der da neu, relativ neu war, und mehr oder weniger dann einfach da auch in dieses Casting reingeschubst. Ich habe ja überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht ernst genommen als eine Bewerbung für das Ding, sondern ich, ja, ich mach's halt jetzt mal mit. Und dann war das aus meinem System raus und das war überhaupt keine realistische Option für mich damals. Ich bin gerade umgezogen in meine erste eigene Wohnung. Ich war so froh, meine eigene geile Wohnung zu haben, weil ich davor mit dem Thomas Schanze in einer WG gewohnt habe. Das war die schlimmste ich habe gesagt, nie wieder ziehe ich mit jemandem in eine WG. Und war so froh, meine eigene Wohnung zu haben. Es war eine richtig geile Wohnung und die Vorstellung, nach Düsseldorf zu ziehen, war total weird. Und dann haben sie angerufen und sofort gesagt, ja. Ja, bei mir war es auch so angerufen, hier nächste Woche fangen wir ab schon an. Genau. Oh, okay. Ja, sowas. Bei mir war es aber 2 Wochen. Oh. Und das, dieses Take, was ihr davon in meiner Abwesenheit gezeigt habt, da war ich, das war der 2. Tag. Tja, also bin nach Düsseldorf gekommen, einen Tag war ich da, am 2. Tag direkt vor die Kamera geschmissen. Deswegen waren wir auch so aufgeregt. Und bei mir, weil ja, das halt alles, es war einfach sofort. Es war alles so viel und so neu. Umzug, neue Stadt, neue Leute, neue Firma irgendwie und direkt vor die Kamera. Und es war, und bei mir hat es 5 Monate gedauert. Also ich war ja noch Praxi und wir haben das Casting gemacht und dann war ich halt noch, ich habe verlängert, weil sie mir gesagt haben, oh, das lief ganz gut irgendwie so. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen verlängern, Praktikum unbezahlt. Kannst du noch mal ein bisschen Zahlen hin und her schieben. Dann habe ich 5 Monate umsonst. Nee, es hat länger gedauert. 5 Monate habe ich dann noch in der Games-Redaktion halt gearbeitet und es kam und kam aber nichts. Und dann habe ich irgendwann wirklich gesagt, okay, fuck off, dann gehe ich jetzt. Ich kann das nicht mehr. Ich konnte mir das auch nicht mehr leisten. Habe mich eingeschrieben in Marburg für die Uni und dann hatte ich alles safe. Ich hatte schon eine Wohnung, Studienplatz und sogar einen Job in der Bar in Marburg. Und dann kam der Anruf, da war ich in Lüneburg bei meiner Freundin und da kam der Anruf, du hast den Job. Aber der kam halt
Monate zu spät sozusagen. Ich war eigentlich schon weg. Und dann habe ich halt echt eine Woche nicht gepennt und dann habe ich dann doch zugesagt. Und dann ging es aber dann fix irgendwie. Mhm. Also bei mir war der Vorlauf, weil ich halt als praktisch schon da war, war halt ellenlang. Also das haben sie gut gemacht. Sie haben, also dich zu nehmen, war auf jeden Fall einer der smartesten Moves auch von ich durfte mir haben, aber auch... Wir haben sehr gut die Leute zusammengesucht. Also das haben sie echt... Aber das ist was, du hast nur auch deine Finger im Spiel oder nicht. Das war doch so. Und Georg und naja, du bist ja bei Giga gewesen, ohne meinen Einfluss. Zu E-Sports habe ich dich dann... da haben sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte mit dir und da habe ich da auf gar keinen Fall... Wochen später saß du neben mir. nee, das war schon danach, aber da kannte ich dich ja dann schon, also beziehungsweise. Ja, wir kannten dich ja auch, weil du ja immer rüberkamst. Du warst ja immer der Games-Praktiker, also der Praktiker, der viel bei uns abhing. Nee, ich war offiziell bei der Games-Redaktion. Ich war vorher offiziell. Drüben, ne? Aber nee, bei Green halt. Ja, das meine ich. Genau. Das war, dadurch warst du automatisch ein bisschen aus dem System raus, weil du ja nichts für uns gemacht hast. Ja, genau. Ja. Aber das hat sich ja dann geändert. Kannst du dich an den Artikel noch erinnern, beim Casting, was du gemacht hast? Ich habe den Artikel, den ich geschrieben habe. Genau, man muss ja einen Artikel schreiben und man musste einmal sich vorstellen frei. Da musste man einen Artikel schreiben und dann musste man nochmal, also drei Takes musste man machen. Artikel musste ich nicht schreiben. Ich habe Artikel habe ich auch nicht geschrieben. Ich habe hier ein Spiel. Die waren sich nicht sicher, ob du die Sprache beherrschst. Ich hatte Casting ich hatte Atari 2600 dabei. Da rein nicht sicher. Weil ich ein Atari 2600 Spiel machen wollte, aber das durfte ich dann nicht. Weil die keinen Bock hatten, das anzuschließen. Aber ich hatte noch ein PlayStation-Spiel dabei, Parodius habe ich gemacht. Ach geil, ja, gut. Und dann musste ich eine Webseite vorstellen. Ja. Und da habe ich so eine genommen, ich weiß gar nicht mehr, wie weißt die hieß. Noch? Da waren so, das war so eine Art Bauernhof oder so. Und da waren überall so Elche. Ich glaube, das war so eine schwedische Seite. Und da konnte man immer irgendwie die Elche anklicken und haben die immer gesungen oder irgendwas Albernes gemacht, so irgendwie so flashartig oder so. Und die habe ich dann irgendwie vorgestellt, das war in dem Hostpult von Dingsbums. Das habe ich gemacht. Oh, was irgendwas noch? Ja, man, das Schlimmste finde ich immer so, stell dich mal selbst vor. Ja, hast 6 Minuten Zeit, ja, red mal einfach über dich selbst so. Ja, das war ja das. Ich hatte ja auch bei meinem Casting war dieser Part mit dem stell dich mal selbst vor. Und der zweite Part war, dass ich was zocken musste. Ein Videospiel, während ich zocke, es war irgendein Prügelspiel und währenddem halt erzählen sollte. Und ich kannte das Spiel nicht und habe aber so getan, als ob ich es kenne und habe halt komplett 5 Minuten lang erzählt von irgendwelchen Special Moves und die kannst du in einem Special Combo Tree freischalten und so. Hab komplett 5 Minuten gelogen und dann kam der stellvertretende Programmdirektor des Casting durchgeführt und hat gemeint, sie waren so beeindruckt, wie gut ich mich in der Spielewelt auskenne. Ja, naja, in der Welt. I started a joke. Aber in der Spielewelt. Du hast ja schon verstanden, worum es geht. Ich glaube, ich habe tatsächlich über ESWC, also hier ich habe direkt E-Sport-Turnier gemacht, einen Artikel. Den habe ich sogar noch abgespeichert, die Scheiße. Ja, ey, es gibt sehr viel Datenkram von früher noch oder die Mavica, so ein altes Gerät, ne, Digitalfotos. Das ist für mich Giga, so genau, wie man die Mavica. Die Mavica und das war echt geil. Also ich habe 2 Generationen der Mavica miterlebt, die vorher und dann die zweite Version. In eine Kamera, das ist ja vor allem, wie viel passt 1,4 Megabyte passt auf eine Diskette und es 3, 4, 5 Bilder nur machen. Oder so. Und ich war damals auf der ersten E3, wurde ich geschickt mit der Mavica und sollte Bilder machen und es war OneSock sollte den Laptop so herrichten, dass man dann diese Dateien rüberschicken kann. Was natürlich nicht geklappt, weil keiner hatte Ahnung, wie wird es in Amerika sein mit Internet und bla. Auf jeden Fall war ich dann im Hotel und es war nach einem langen E3-Messetag völlig fertig und ich hatte irgendwie 20 Fotos gemacht und musste die nach Düsseldorf kriegen. Und wie? Wie kriegst du 20 Megabyte Fotos oder weiß ich nicht, im Jahr 2000 oder 2001 Übersee und dann musste ich mich da, habe ich da im Hotel an der in Lobby, an der Rezeption, haben die mich an den Computer gelassen, was eigentlich heutzutage undenkbar wäre und die Disketten einzeln da rein und es hat, glaube ich, 2,5 Stunden gedauert, bis ich 5 oder 6 Fotos gezippt nach Düsseldorf geschickt habe. Und dann am nächsten Tag bin ich immer auf die Seite und habe geguckt, ob die Fotos da sind. Und dann kam irgendwann ein Anruf vom damaligen Redaktionsleiter, Grüße Rüdiger, der mich angebrüllt hat am Telefon, dass es doch nicht sein kann, dass sie mich nach Los Angeles schicken und alles, was ankommt, 5 Fotos von der E3 sind. Und ich ihm versucht habe zu erklären, wie das hier abläuft und so weiter. Und wir so krass gestritten haben, dass ich tatsächlich, da habe ich nicht. Meine Geschichten haben immer dasselbe Ende. Ja. Und das Geile ist, dass Rüdiger, wenn du ihn heute noch fragst, sagt er, ja, du warst halt eine faule Sau. Und ich habe Rüdiger halt auch eine. Und ich habe 18 Stunden da drüben gearbeitet und versucht, es zu machen und mir einen abgebrochen. Und es regt mich bis heute, ist es ein rotes Tuch mit Rüdiger über diese Sache Menge zu reden. Offener Wunden, die wir salzen. Ja, ja. Freudig salzen. Hast du noch was? Willst du noch in irgendeine Rechnung? Irgendwem oder noch die Kniekehle? Oh ja, ich habe eigentlich nur mit euch.
vielleicht habe ich Rechnung noch, aber die sind, da habe ich noch einige in der Schublade. Ich habe damals, weil wir gerade darüber geredet haben, musste ich dran denken, ich habe damals ganz viele Artikel geschrieben, aber eben nicht für die Bewerbung. Als ich eingestellt wurde, haben die gesagt, sitz mal 2 Wochen lang einfach neben Jörg, aber du kriegst kein Mikro. Das war eine Scheißsituation, weil alle über dich geredet haben im Chat und diesen das. Klotz halt, und ne? Und du bist halt Klotz und du bist halt der Vollidiot, der nicht redet. Und denkst, ja, wir haben ja auch kein Mikro. Ja, das war von Anfang an so. So wollten sie die neuen Leute einführen, dass die Leute sich schon mal an dich gewöhnen können. Ja, super Idee. Nein, es war ja eine interessante Idee, aber sie haben es halt auf meinem Rücken mehr oder weniger ausgeführt. Und es war halt wirklich ein ganz ekelhafter Einstieg so für mich. Und das war ganz unangenehm. Aber das war, man hat es halt ignoriert. Es war dann sofort wurscht, sobald man reden konnte wieder. Aber die ersten 2 Wochen waren wirklich, das ist total weird. Wo bin ich hier? Warum kann ich hier, kann ich nicht während der Sendung dann woanders sein? Ja. Nein, du musst hier da sitzen. Naja, das war halt voll beobachtet. Das Ding ist, das haben die halt von der Mittagssendung übernommen. Da war das nur so, bei Giga Games waren es ja Doppelmoderationstische. Das heißt, wenn bei Mittagstisch, wenn einer zum Beispiel Martin Ammermann hat dann bei NetBeat oder so gearbeitet als Redakteur und war dann eben schon im Studio so zu sehen als Redakteur, der neben dem NetBeat-Moderatoren so saß. Und dann hat man ihn immer schon mal gesehen und irgendwann wurde er on air genommen. Das haben die versucht auf Giga Games zu übertragen. Nur da sah es total weird aus, weil es halt Doppelmoderation auch von den Einstellungen, weil du saßt quasi direkt daneben und nicht irgendwie optisch nicht versetzt, in irgendeiner Form abgetrennt oder so. Hallo sagen zu genau. Ist einfach auch und unhöflich. Das war einfach die total Leute weird. Empfanden aber das ist halt unhöflich, dabei, ich konnte aber nichts sagen. Das ist auch nochmal so diese Diskussion, der Neue ist da und der ist erstmal scheiße. Das haben wir mit volle Bandbreite, aber auch wirklich alle mitgekriegt. Ne? Also das war der Teufelskreis, ich weiß noch, Hannes ist dann ja weggegangen. Marco ist rausgegangen, also ne, Adi, Nils und also wir und Adi, wir sind ja sozusagen zu einem Zeitpunkt reingekommen. Und da gab es einen ziemlich großen Umbruch auch im Teufelskreis. So. Und das war auch echt, wir waren so die Neuen halt und das fanden alle erstmal scheiße. Das wir wollen alle das so, wie es vorher war und das war so geil und jetzt gibt es kein Ballett mehr und die können noch nichts mehr machen und die sind voll Bieder und es gab echt viele negative Mails auch am Anfang. Ja, auf jeden Fall und das, vor allem, das war zu der Zeit war dieses Konzept so neu. Ich glaube, wenn du heute irgendwo anfängst, ist es wahrscheinlich inhaltlich genauso ein Stahlbad, für den einen mehr, für den anderen weniger, aber man weiß, dass das passiert so irgendwie. Also, dass neue Leute dazukommen, oder? Aber man kennt diese Kultur, man diese Fangskultur, dass die teilweise ein bisschen grob ist und dass man sich vielleicht innerlich darauf einstellt, dass man das nicht persönlich nehmen muss, sondern dass das eventuell auch Teil des Prozesses ist. Aber das gab's halt und so weiter. Und das war, und bei mir war es so, wir haben da angefangen und dann siehst du halt 1000 Kommentare, die sich dann alle damit auseinandersetzen, ob man mehr oder weniger cool oder scheiße ist. An einem Tag. Also nur an einem Tag. In eurem Fall ging es ja sogar noch, weil ihr niemanden direkt ersetzt habt. Ich erinnere mich, als der Felix kam und den Hannes ersetzt hat. Und Hannes war einfach der beliebteste sozusagen von allen. Und dann haben sie jemanden dahingesetzt, der dann auch noch so ähnlich aussah. Und Felix auch, sag ich mal, am Anfang sehr verunsichert war und so versucht hat, auch so ein bisschen Hannes zu imitieren und so. Und Hannes war ja vom Typ her, den kannst du halt nicht imitieren, weil echt auch so einfach wirklich ein Original, sag ich mal. Der war ein Hardcore-Nerd, der nerdigste von allen. Ja, ja. Mit krassem Nerdwissen, der sich auch richtig in die Materie reingefuchst hat und es war aber auch authentisch aus ihm. Und Felix hat das dann am Anfang auch so ein bisschen versucht, so nachzumachen und wollte sozusagen Hannes Kompetenz auch wiedergeben, was ihn einerseits geehrt hat, auf der anderen Seite haben ihm die Leute das dann noch mehr zum Bumerang gemacht. So, der versucht jetzt dass Hannes nicht mehr wollte, dass Hannes gekündigt hat. Das hat ihn nicht interessiert, dass der Platz sonst leer gewesen wäre, ja. Und Felix wurde ja dann auch sehr irgendwann sehr beliebt. Nur dieses in die Fußstapfen von jemandem treten, was ja auch bis Rocket Beans anhält, dieses, wenn einer Moin Moin nicht mehr macht und ein anderer kommt, wird er sofort gehatet oder so. Das ist bis heute geblieben und immer undankbar. Und auf der anderen Seite, finde ich, gehört es irgendwie dazu, den Leuten, man muss die halt, man sollte es auch nicht für selbstverständlich nehmen, dass man on air geht und geliebt wird. Du musst dir die Liebe in irgendeiner Form musst du sie dir halt auch erarbeiten. Den Hass halt auch. Und den Hass auch, natürlich. Den Hass kriegst du umsonst. Nicht. Aber ich finde, es ist okay, dass man, dass es wichtig ist, dass man Leute hat, die irgendwo hinter den Kulissen oder wo auch immer an einen glauben und einen stützen und einem das Selbstvertrauen geben, da durch den Sturm zu gehen und irgendwann vielleicht auch. Man muss da durch. Ist geläutert. Nicht geläutert. Selbst wenn es nicht beim ersten Mal kommt, kommt es beim nächsten Mal, wenn man woanders zu Gast ist oder so. So mit den Reaktionen muss man sich halt recht früh schon anfreunden. Und ja.
Stahlbad ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Stahlbad. 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 Eine Frage. Ja. Haben wir den überhaupt noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss, wir haben noch, eins muss ich. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ja, wir können noch 10 Minuten machen. Das können wir machen. Wir können aber auch, falls die Regie Bock hat, nee, okay, sie gibt uns einen Timer, dann machen wir jetzt noch 10 Minuten. Das ist doch schön. Gut. Hat denn jemand noch eine Sache, die ihm so einfällt, die er echt gerne noch mal sehen würde? Ich habe zum Beispiel eine Sache, die hat Edward Laser, ich habe sie noch nicht gesehen, aber warum nicht mal kurz reingucken, 30 Sekunden aus Bitte, Late Night. Ich teste sie an Nils, er kennt sie natürlich noch nicht. Ein Eskimo schöpft durch den Schnee. Nach einer Stunde fragt der Mann seine Frau, wo ist denn unser Iglu? Sie überlegt kurz und schaut sich erschrocken um. Mist, ich habe den Herd angelassen. Oh Gott. Ich habe meine Hochzeit zweimal verschieben müssen. Ob das wohl Unglück bringt, fragt ein Mann seinen besten Freund in der Kneipe. Nicht, wenn du so weitermachst, antwortet dieser. Boah, die sind ja furchtbar, die Witze vom Playboy. Ja, das, aber das, man gewöhnt sich dran. Also, wenn man sie regelmäßig liest. Aber warum hat er ausgerechnet das jetzt? Ich weiß es nicht genau. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es keine, weil es halt Playboy war. Weil es unter, also es ist natürlich, und da steht Unterhaltung auf höchstem Niveau. Und es ist natürlich. Nicht auf höchstem Niveau. Nicht auf höchstem Niveau. Ich glaube, das ist dieses Gefälle aus der Überschrift, die eine Erwartungshaltung weckt, und der Realität, die ist so humoristisch, dass er das gepostet hat. Also wie Giga, The Future is You, und dann sieht man das Ballett. Naja. Nee, die wussten ja nicht, dass wir das machen. die dachten, wir machen gar keinen Future-Shit. Nein, also, ihr habt den Slogan einfach immer völlig falsch interpretiert. Ja. The Future is You ist einfach, hat sich ja bewahrheitet, weil ihr kommt da an und das, ja, Jungs, das ist eure Zukunft, so. Ja, und stimmt. 20 Jahre später macht ihr den gleichen Scheiß. Also, das ist. Ja, hey, no way is that depressing. Ich kann mich noch an das Gespräch mit meiner Frau erinnern. Unten am Hafen. Wo sie mir wirklich dazu geraten hat, ich sollte nicht auf diese Volo-Stelle eingehen, also wo das Casting durch war. Aha. Und wo sie mich davor gewarnt hat, vor diesem Medienlandschaft, und das ist alles, das geht ganz schnell vorbei, und das ist nicht sicher und das sind alles Blender, so, also das hat sie nicht gesagt, sie hat Sorge sozusagen, ne? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil wir uns königlich gestritten haben da, so von wegen, du hast überhaupt keine Ahnung, du kennst die Leute nicht und so, und dann haben wir uns einfach echt gestritten. Wem? Elisa. Ach so. Ja, damals schon. Also ich kann mich aber. Meinung hat sich bis heute nicht geändert. Nee. Sie hat ja auch bis heute recht. Ja, exakt. Nee, was hast du da rausgesucht? Ich weiß es nicht. Ich hatte hier die Fehde zwischen Nils Bohmhoff und Dennis Richdarski. Oh, das will ich sehen. Das klingt interessant, vor allem, weil wir nicht drin vorkommen. Das ist endlich mal. wollen wir uns angucken. Ein paar kleine Fotos von Nils, wie er diese Sendung macht. Und es gibt ja immer Momente, wenn man einen richtigen Moment abdrückt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, vielleicht wenn er gerade blinzelt und die Augen zu hat und dabei einen bösen Mundwinkel runterzieht und einfach nur böse aussieht, so wie eigentlich fast 95% seiner Zeit. Ja. Dann können wir das gerne schicken und ich mache dieses Album noch komplett. Es ist halt noch nicht ganz fertig. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich großartig Krieg geführt habe, und ehrlich gesagt hatte ich bei Die Siedler und bei Anno nie so wirklich die Intention, großartige Weltkriege zu entfachen oder Inselkriege wie hier. Ja. Und von daher bin ich doch immer eher der friedliche Typ gewesen, der versucht hat, wirtschaftlich irgendwie zu siegen. Aber falls wir ja doch mal wieder ins Netzwerk gehen sollten, gerade, weißt du, so gestern rufst du auf die Leute in meiner Abwesenheit, mich zu ermorden, wenn ich hier da bin, ja, so dass sie mit gewetzten Messern vom Effekt, gut, Leute, bei Battlefield. Eben erzählst du was, ich komme hier an, grinsen so, ja, hier Krieg im Forum, ich habe die Leute dazu aufgerufen, irgendwie hier Bilder von diesem, und dann erzählst du, du bist eher so der friedliche Typ. Finde ich auch. Passt ja wohl nicht zusammen. Ja, natürlich. Wir haben da alle unsere Kriege. Ja. Und wie wir sie führen, ist ja die Frage. Ja. Ja. Dennis Richdarski, diese dumme Sau. Ja. Kann man mal zeigen, was das schon wieder für Auswüchse trägt? Der Monitor auch. 4-3. Colin, was geht? Ja, ja, jetzt musst du aber kurz mal reinkommen. Oh. Das geht ja wohl nicht ohne dich jetzt hier, Colin. Der Einzige, der hier Kuchen... Was? Es gibt Kuchen? Hast du Geburtstag? Oder irgendwie daraus. Es ist Donauwelle. Von drüben. Komm rein, das ist echt Donauwelle. Feiert ihr hier, oder was? Wir reden seit langer Zeit. Zeit. Hier kommt Colin, der Mann, der sich, glaube ich, nach Simon als Zweiter beworben hat. Weißt du? Gut gemacht, Großer. Und so, es weitere 80 Jahre gedauert hat, bis er eingestellt wurde. Oh, das ist auch eine Geschichte. Ja. Da ist er! Hallo! Der Klassiker. Warte hier. Ah, das gucken wir kurz. Ich hab die Mutter so. War das unangenehm? Das war super. Deine Mutter. Okay. Wollt mal, wie töne ich da noch mal? Ihr wisst, dass daraus ein Musikvideo noch gemacht wurde, ne? Ja. Ich find's super, ich hab das schon damals gefeiert.
Das war ein Lucky Punch. Ey, wollen wir das nicht nochmal neu machen hier? Bei Rocket Beans? Ja, aber mach mal das Musikvideo, das professionelle Musikvideo. Mit Verkleidung. Nee, aber das war nicht mehr Effekt. Da gab's ja noch, da war ja eigentlich der Plan kommen. Ich kann mich noch erinnern, damals, die Leute aus der Sales-Abteilung danach kamen und sagten, fing mich am nächsten Tag ab und meinten, Colin, ganz ehrlich, lass uns da, hast du nicht Lust auf so Après-Ski? Und Ballermann. Ohne Witz. Ey, ich kenne da jemanden, lass das ganz. Wir produzieren das dick und fett und machen einen richtigen Hit. Da ist der dick und fette Hit jetzt hier. Da ist er, der Hit. Ja, der kennt ihn sicher. Und das Ärgerliche daran war, der DJ, Colin Konsum, dessen Background es war, der hat uns das so, der wollte uns das, der hat uns das nicht gewährt. Deswegen ist diese Version viel schlechter, weil wir das neu nachbasteln mussten. Weil er ja meinte, nee, müssen wir was. Ja, warte, jetzt sei mal ruhig. Deine Mutter, so gern, deine Mutter. So gern, deine Mutter. Ist auch nicht schlechter als die Top-Hits der damaligen Zeit. Ja, nicht schlechter. Ich feiere das immer noch, ey. Ja, das ich finde, hier spielt das auch. Das Production Value war da. Der Look ist gut, ne? Der Look ist Hammer. Find ich auch. Ich hab dich nur belogen. Aber das war alles ein bisschen. Ich kann es mir nicht doch angucken. Du hast mich benutzt. Wir haben schon den ganzen Tag sehr schlimme, unangenehme Sachen gesehen. Ganz sicher ungelogen. Oh, unangenehm, das ist doch ein Auto von meiner alten Band übrigens teilweise. Nur echt, wenn's asynchron ist. Das sind so die typischen Videos. Ich schwör, ich kack im Stehen. Das kannst du mir ruhig glauben. Da habe ich echt einmal Glück gehabt mit dem Text, ne? Das ging irgendwie auf. Man hat so die ersten 30 Teile noch acht. Da hilft auch kein Abstauben. Oh. So gern, deine Mutter. So gern, deine Mutter. Ey, das ist einfach catchy. Und deine Mutter ist wirklich unscheinbar. Mach das deine Mutter ah, so gern. Stimmt, ich, gern. Ich glaube, da hat ja niemand deine das Mutter Recht dran, außer hab ich gern. Du. Deine Mutter hab ich jetzt hier offiziell. Deine Mutter. Mach mal Treppenhaus. Okay. Ja, genau, das wollte ich. Treppenhaus, auf allen Stufen müsst ihr grooven. Treppenhaus habe ich gesehen und ich habe euch gefeiert dafür. Da waren wir schon in Hamburg und das war so super. Möglicherweise gab es Medikamente. Wenn du nicht weißt, wie du die Zeit füllen sollst und einfach nur den Gag hast, Treppenhaus. Jetzt die Schmerzen voll von miesen Beats oder jetzt die neue Scheibe. Treppenhaus. Zu allen Stufen müsst ihr rufen. Treppenhaus. Treppenhaus. Da echt auch gut Beats, ne? Wollte ich nur mal sagen. Das ist wirklich gut. Scheiße, der Beitrag geht noch 2 Minuten. Nee, wir haben mal wie alle unsere Beiträge einfach. Wir haben kein Timing. Strecke. Alle viel zu lange auf Strecke produziert. Ja. Und dann die. Das sind alles Insider-Jokes, die wir da unten in das Jahr gemacht haben. Das ist ein lauter Insider-Joke. Wir haben das aber komplett gut. Yeah! Das ist. Die Jacke hatte ich davor an. Das war ein bisschen Volume of Love. Das ist so schlecht. Die kommt aus dem Giga von dem Stelli. Und der Track ist ja übrigens richtig steil gegangen, ne? Ich muss mal sagen. Und der Techno-Viking. Einfach mal eingebaut, weil es damals nicht war. Ja. Warum nicht? Geil. Ey, dafür kann er euch nachträglich verklagen, ne? Hat ey, er der gemacht. Es gibt so eine Doku über den, die echt erschöpfend lang ist. Und er hat halt gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Yeah. Der will halt voll so sieht er auch aus. Ja. Und kein Bock auf die Hate Parade oder Shit Parade war ja wirklich eigentlich das Gegenteil von dem, ne? Was jetzt so, wofür das gefeiert wird. Das ist so lustig. Übrigens. Eine Sache kann ich nur sagen, es gab ja dieses, wo ich vorhin erzählt habe, bei Late Nights, wo ich off-air genommen wurde und es gab Stress und so weiter und es war nicht klar, ob es noch weitergeht und es gab eine längere Late Nights Pause, dann musste ich mich beim Geschäftsführer irgendwann entschuldigen, nach ein paar Wochen drüber nachdenkens und soufflierens von Nils, habe ich das dann irgendwann auch getan und daraufhin durfte Late Nights weitergehen und da haben wir dann den Opener gedreht für weißt du, den One-Shot. Ja, ja. Mit I can see clearly now the. Ich weiß nicht, ob das, aber ich weiß nicht, wie man das finden soll. Das ist auch GEMA-technisch schwierig. Ja, aber das war so eine Anspielung, da haben wir dann schon die Themen, die in dem Moment uns tatsächlich privat beschäftigt haben, haben wir da dann eben humoristisch verarbeitet, was ich eigentlich im Nachhinein finde ich eigentlich den richtigen Ansatz, dass man Themen, gut, das waren Insider-Themen, deshalb hat es keiner verstanden, aber das war ein Antrieb, oder wo wir zum Chef gehen und verprügelt werden, weißt du, das sind ja die Inspiration, die Inspirationen waren tatsächlich immer aus dem echten Leben. Ja, beziehungsweise auch hier natürlich, können wir im Hintergrund vielleicht laufen lassen. Ja. Redet ruhig da weiter, wollten wir einen Film drehen, das ohne ist Geld. Nur so nebenbei, ein bisschen Eye-Candy für euch. Echt
drei Stunden irgendwie jetzt ist einfach, na, es war einfach. Das haben wir an der echten Strombergbrücke gemacht. Ja, hat schon ganz schön geprägt, die ganze Scheiße, oder? Kann man schon sagen. Aber auch nur, weil die um die Ecke war, ne? Die war direkt um die Ecke, aber es trotzdem. Ich finde bis heute, das ist die größte Rolle, die Dennis je gespielt hat. Das ist so die Rolle seines. Also, Moment, jetzt geht's los. Ey, guck mal, das ist mein Kostüm. Das stimmt, ja. Das hatte ich Karneval immer an. Wir hatten ja nichts, alles mehrfach benutzt. Ja, Assi, Dennis, das war eigentlich nur ein kurzer Gag mit Dennis als Assi-Chick und es kam so gut an und er ist so in dieser Rolle aufgegangen. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, da lässt er alles raus. Ja, und du musst einfach nur die Kamera draufhalten und, oh Gott. Ich meine, rafft man das, dass er ein Huhn ist und scheiße findet, dass wir Eier essen? Nein. Und Hühnchen? Ihr habt mich so verführen lassen von den 90er-Jahre-Filtern. Nur 3000 Filter drüber, sieht man noch was? Es macht auch gar keinen Sinn. Es ist so. Es macht alles Sinn. Halt Kibbel, halt, ne? Es macht total Sinn. Er ist pisst, weil wir seine Hühner essen. Ach, guck's mal. Weil es gibt auch eine unzensierte Version, ja, ne? Super. Oh, das war das vor Family Guy oder nach oder mit Family Guy oder? Das hat mit Family Guy gar nichts. Doch, das hat mit Family Guy. Was denn? Ich hab Family Guy. Nee, da gibt's ja irgendwas. Nein, der Gag. Das war damals, ich hab die Family Guy Folge gesehen und ich fand's lustig und dann hab ich bei. Das war Sally, ne? Der Gag ist ja super. Das war, weil, von dem Effekt her, ne? Das ist echt fantastisch. Weil, was keiner weiß, ihr Florian der Flo. Ja, da ist Florian der Flo. Insider wieder. Ja. Der Witz ist, die lebt noch. Also der Kopf ist tatsächlich dran geblieben. Und das sieht aber so aus, als wenn er nicht dran geblieben ist. Ach so, wie das gemacht? Ja, die haben ihn gar nicht echt abgeschnitten. Alter, es ist. Der lebt auch noch. Das was da auszensiert wurde, man weiß überhaupt nicht. Das war hier. Ja. Das war ein super Jack. Das ist der beste Schatz. Mit beiden. Ey, der ist richtig gut. Ah, ich glaube, das ist eure Top-Mats. Ja. Da haben wir Kartons reingestellt, weil die Türen immer zugegangen sind, rein, damit die Tür aufhört, damit es geht. Jetzt der Klassiker. Magic. Der Klassiker aus der Action, eine ganz ruhige Szene. Ich müsste gerne tun, Mario, ne? Gleich. Was soll ich dazu sagen? Das ist doch auch schon gegessen. Jetzt kommt der Showdown auf dem Dach. Da wäre ich fast gestorben. Das stimmt, wirklich. Ja. Ach, das Dach, was auch. Ja, das war ein guter Silvester-Spot. Da gibt es gleich eine Szene, wo wir so rückwärts laufen und ich habe. Da sieht man einen ganz niedrigen, so eine und da geht's halt Mauer. Einfach mal 30 Meter runter. Ja, und wir sind so rückwärts gelaufen und ich habe nicht, weil ich so in der Rolle war, vergessen, dass das Dach da endet. Oh, fuck. Mein Albtraum. Ja. Und ey, da wurde doch deine Mutter gedreht auch. Da wurde ja, das ist top Location. Das ist richtig. Das sind die gleichen Studios, ne? Der Steinschuss. Ey, das ist Game One auf höchstem Niveau. Schon. Geil. Möchtest du sagen, ich habe schon Schlechteres gesehen. Ja, auf und dafür Eintritt bezahlt. Das ist gut gealtert. Das ist wirklich gut gealtert. Ich war nur gewollt. Jetzt Achtung. Das zensiert macht es besser. Jetzt schauspielerische Glanzleistung. Das ist auch zensiert. Das ist schön, dass ich bewege. Das ist so scheiße. Er ist wirklich tot. Ja, er ist tot. Aber in Wirklichkeit lebt er noch. Das ist der Gag. Man denkt, er ist tot. Aber es stimmt gar nicht. Mega. Die Magie des Films. Er macht das mit so viel Liebe. Und bei dir auch, Nils? Ego-Perspektive, ja? Leute. Was ihr da alles eingebaut, haben, Effekt. Und die Sicht ist schon blurry, weil ich schon so viel Blut verloren habe. Ja. Oh, jetzt kommt der. Das war aber auch geil, weil da haben sich unsere Cutter, der Röb und der Bass. Das ist und auch Leo. richtig ausgetobt. Geil, das ist zu gut. Immer bei Late Nights. Leo lebt leider nicht mehr, aber wir denken an dich, Leo. Ja, Mann.
Haben wir nicht irgendwas runtergeschmissen, dass der da runterspringt? Das war was anderes. Das war ein anderer Matz, als wir ihn geärgert haben. Dann steigt er jetzt in die U-Bahn und fährt weg. Das war ganz lustig, weil die Leute haben, das ist eine reguläre U-Bahn, wir haben keine eigene gebaut dafür. Und die Leute waren. Wir hatten kurz überlegt. Jetzt ist es wieder Stromberg. Wir haben einfach alle Sachen genommen, die damals cool waren, und in eine Matz eingebaut. Unter anderem die Filter. Es gibt tatsächlich, wollte ich noch erzählen zu Assi Chick, weil das ist tatsächlich Family Guy. Und es gibt eine Folge, wo er so elendig lange mit einem Huhn kämpft. Genau. Ach ja, und, ja klar. Ich fand die Szene so lustig. Und dann habe ich mal irgendwann bei Giga Games, ich hatte ja nichts, ich war ja als Host, ich hatte ja keine Themen, ich hatte nichts. Ich musste aus dem Nichts irgendwas generieren, um mir eine Daseinsberechtigung zu erschaffen. Weil sonst, ich habe ja nur Hallo gesagt und. Ich bin bis heute überzeugt, nicht alle fanden das geil, dass ich in ihren Take saß. Und dann musste ich mir mal irgendwas ausdenken und dann habe ich dieses Family Dining und habe ich damals war das, wie hieß er noch, Phil, Phil ist ja Phil, der mir noch Kartoffeln moderiert hat dann noch? Ja, Phil Senkbein. So, und den, ich glaube, den habe ich dann zuerst in das Kostüm gesteckt. Ich glaube, Phil Senkbein ist der Urhuhn gewesen. Und der Gag war, dass er dann aus dem Fahrstuhl kommt und wir uns prügeln für die Moderation. Und dann daraus ist dann, dann haben wir diese Matz konzipiert und dann hat Dennis die Rolle übernommen, sozusagen. Aber das Urhuhn ist eigentlich Philipp Senkbein. Sehr gut. Ja. Ich glaube, es war aber sinnvoll nachgecastet, würde ich jetzt so. Ja, natürlich. Ja, klar. Das definitiv. Ja. Ja. Das ist Dennis' Rolle seines Lebens. Wir haben auch einmal, wir haben noch eine andere Matz gedreht. Ganz kurz. Ja, gerne. Und das macht mich noch ganz traurig. Da haben wir auf dem Rummel gedreht. Da war Jahrmarkt bei uns direkt vor der Haustür. Und da haben wir Assi Chick auf dem Rummel sozusagen gedreht. Und dann die Horrormeldung, die man haben kann als irgendwie Video-Creator. Wenn dann hinterher jemand kommt und sagt, sorry, die Aufnahmen sind weg, kaputt oder Ton fehlt, irgendwas. Und wir haben mit zwei Kameras gedreht und die Aufnahmen von der einen Kamera waren weg. Sodass diese Matz, die haben wir dann auch ausgestrahlt, wo Assi Chick auf dem Rummel, aber da fehlte die zweite Kamera und das halt die Matz komplett kastriert. Und wir haben sie trotzdem ausgestrahlt, aber sie war halt nicht mal ein Drittel so geil, weil wir haben viele lustige Sachen gemacht, die gar nicht mehr da drauf waren oder Perspektiven, die das erklärt hätten oder so. Das war ein bisschen schade. Die gibt's aber, glaube ich, noch, die Matz trotzdem. Mhm. Da war Dennis auch sehr schamlos unterwegs, ne? Also er kannte keine Scham. Da gab's doch noch jemanden dann im Gorilla-Kostüm. Da hat noch einer im Gorilla-Kostüm gespielt. Ja, Dennis war völlig schmerzfrei. Ja. Und da gab's nicht auch Assi Chick auf dem Kirchentag, haben wir, glaube ich. Ja, Assi Chick auf Kirchentag. ihr habt immer coole Sachen gemacht. Und wir sind zur Venus oder irgendeiner Pornomesse. Ja. Das war auch in der Porno-Folge, die wir gemacht haben. Genau. So Geschichten. Ja, das war auf jeden Fall cool. Man hat uns da relativ viel Freiraum gelassen, rum zu experimentieren. Aber es später. Freiraum ist ein schönes Wort. Ja. Wir sind nämlich wirklich am Ende. Es wartet schon Assassin's Creed auf uns. Ich würde gerne von dir, Colin, weil du jetzt zu spät gekommen bist. Wir haben ja alle sehr schon viel geredet. Noch vielleicht ein letztes Zitat, was das für dich bedeutet hat, was du mitgenommen hast, was vielleicht dir das beigebracht hat. Versuch es kurz zu halten. Ich dir alles beigebracht. Aber sei ruhig emotional und lieb. Ach, das war toll. Also, weil ich bin ja nur die letzten zwei Jahre bis zum Ende im Foyer für alle. Da wart ihr ja, glaube ich, alle nicht mehr da zu dem Zeitpunkt, sondern wirklich nur noch ich da. Und dann kam dieser Moment, wo alle die Absage. Warst du noch da? Ja. Warst du nicht da schon? Nein. Was ja wirklich sehr, was einigen ja mega an die Nieren gegangen ist. Ich fand's auch super heftig, weil das wirklich ein richtig harter Cut war und so überraschend für alle war. Ich war auch da übrigens. Du warst auch da? Ja, klar. Ihr hattet doch schon längst eure Exit-Strategie. Ach, ihr habt euch, ich erinnere. Exit-Strategie. War gar nicht so clever im Nachhinein. Nee. Okay. Ich hab mir schon drüber geredet. Nee, aber ich fand das total toll, weil das wirklich so, das war, ich habe ja vorher immer nur geschrieben. Und da war das dann einfach mit, ich habe euch da kennengelernt, und konnte ganz andere Dinge machen, einfach dieses Mal Kamera laufen lassen und ausprobieren. Und wenn man was bei Giga lernen konnte, dann war es ja einfach, lass die Kamera laufen, nächste Matz fällt aus, der Bereich fällt auf, mach mal eben aus 5 Minuten 50. Und da ist, glaube ich, das ist die beste Schule, durch die man gehen kann, wenn man vor der Kamera nicht nur vom Teleprompter ablesen möchte, sondern einfach mal spontan auf Dinge reagieren. Also, wobei wir ja die ersten 10 Jahre haben wir ja nur mit Teleprompter gearbeitet bei Giga. Ja gut, das war aber auch die harte Schule bei euch. Ne? Ja. Naja, also und das war, und,
am Ende des Tages, ich glaube, vieles verklärte auch und es war teilweise auch genauso nervig und kacke, wie es war, so diesen jeden Tag irgendwie immer was Neues und ja, wie soll ich denn in einer halben Stunde da irgendwas machen, aber in dieser Gemeinschaft und die Sternstunden, die es dann ja auch häufig gab, das war richtig toll. Also nicht fürs Bankkonto, aber das war eine super Schule, es hat richtig Spaß gemacht. Und dadurch, dass alle in diesem Spirit waren, ja, alle in diesem Mindset, hattest du immer Mitstreiter. Also glaube ich, am Ende nicht mehr so bei Giga Games gab es schon so ein bisschen, du hast gerade gesagt, du hast dich gefreut, wenn er kam und da gab es so ein paar Leute, die wollten nicht und da hat nicht immer die Chemie gestimmt. Aber im Großen und Ganzen zurück betrachtet, war es immer so, wenn du gerade gestruggelt hast mit deiner On-Air-Zeit oder nicht wusstest, so, da war immer jemand, den du dir schnappen konntest, der Bock hatte, mit dir die zu füllen, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, echt auch ein Spirit, den wir bis heute versuchen, auch hier aufrechtzuerhalten. Um mal die Brücken zu schlagen. Ja, doch, genau, würde ich auch gerne noch sagen. Ich finde, dass wir das heutige Giga sind, weil wir den jungen Leuten ermöglichen, sich auszuprobieren, auch mal ohne Netz und also mit Netz. Ohne Internet. Und ohne Internet. Aber auf jeden Fall, bei uns ist halt schon so der doppelte Boden, so eine gewisse Sicherheit ist da. Und wie man sieht, das hat auf jeden Fall uns nicht geschadet. Wir können problemlos 3 Stunden durchlabern. Das war auf jeden Fall das zweitlängste Moin Moin. Rekord ist immer noch unsers, Budi. Deswegen möchte ich gerne rechtzeitig aufhören, damit das so bleibt. Ach, echt, ist das so? Aber Grüße an Düsseldorf, wo heute die Revival-Party ist. Viele Leute treffen sich heute in Düsseldorf und wir sind leider nicht da. Ja. Aber habt eine gute Zeit, feiert noch einmal wie damals. Ja. Und ich bin gespannt auf die Fotos, die dann noch an die Öffentlichkeit hoffen. Genau, schickt uns das. Grüße gehen auch aus an die, die es halt nicht geschafft haben, wie jetzt Leo oder Miri, so Leute, an die man echt immer noch denkt. Das war eine schöne Zeit. Ihr seid alle meine Freunde, ihr seid alle coole Buddies und schön, dass wir immer noch zusammen abhängen. Und Giga hat das ermöglicht. Ich weiß, es war schwer. Hier waren jetzt gerade so viele Leute auf der Couch. Aber der No Nut November geht nur noch 11 Stunden. Und die jetzt dieses Moin Moin noch geschafft haben, die schaffen auch diese 11 Stunden noch. In diesem Sinne viel Spaß. Und jetzt kommt noch mal der Endgegner bei diesem Programm sozusagen. Jetzt kommt noch mal Assassin's Creed mit Andreas. Mal gucken, was da. Naja, ich weiß, wie soll ich das überleiten? Jetzt, let's play. Danke für eure Anwesenheit. Das war echt schön. Das war richtig schön. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin.